Hallo und herzlich willkommen zum Graustausch-Podcast Nummer 143. 143. Und wie vor 2 Jahren oder so, glaube ich, mal angekündigt, ja. Wollen wir jetzt endlich ein lang geplantes Projekt angehen. Und zwar hatten wir immer mal vor, eine Top 10 oder Top 20 unserer Lieblingsspiele zu machen und darüber zu quatschen im Podcast. Jetzt haben wir uns aber überlegt, es gibt halt so viele Genres und darin jeweils so viele gute Spiele, dass wir das so machen, dass wir das auf die jeweiligen Genres packen. Genau. Wir wollten heute mal anfangen mit unseren jeweiligen Top 10 westlichen Rollenspielen. Genau. Wir haben extra das ein bisschen aufgeteilt in westliche und asiatische Rollenspiele, ja. Da wir von beiden sehr viel gespielt haben und ansonsten eine viel zu große, lange Liste mit einem viel zu langen Podcast hätten. Ja. Ganz wichtig ist hier, es geht um die Machart des Spiels. Weil zum Beispiel ein gewisses Spiel, das auf Olds endet, kommt ja aus Japan, ist aber von seiner ganzen Präsentation und Machart und Atmosphäre her, ist es halt ganz klar dem Genre des westlichen Rollenspiels zugeordnet, wie die immer seit jeher waren. Das heißt, es geht um die Machart des Spiels und also in diesen westlichen Rollenspielen werden jetzt halt keine quietschbunten Anime-Charaktere vorkommen. In der Regel. Und wir werden das jetzt so machen, dass wir halt diese Liste durchgehen, von unten nach oben. Immer abwechselnd unseren Titel sagen, den wir da haben, dann drüber sprechen. Wenn sich einer doppelt und später kommt, dann sagen wir natürlich einfach nur, den habe ich da und da und sprechen dann nicht nochmal drüber. Weil das wäre sonst ein bisschen schwachsinnig. Das wäre aber auch irgendwie lustig. Ja. Und natürlich ganz am Anfang, sagt uns gerne eure Top-Spiele in dieser Kategorie. Genau. Und schreibt es uns in die Kommentare. Es ist immer sehr interessant, weil wir auch beim Erstellen der Liste beide das Gefühl hatten, ey, wir vergessen hier bestimmt irgendwie voll das krasse Spiel. Mir ging es zum Beispiel in JRPGs so, dass mir in letzter Sekunde gerade noch so eins meiner absoluten Lieblingsspiele eingefallen ist, was ich einfach vergessen hatte bis dahin. Ja, und das wurde jetzt natürlich auch bei diesen Rollenspielen auch oft, was ist denn jetzt ein normales Rollenspiel? Bei mir ging es halt wirklich. Also Vermutung ist, ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendwelche Spiele, die total Klassiker sind, die ich total feiere, einfach weil sie halt dann doch eher zum Beispiel zum Shooter-Genre noch dazu zählen oder zum Rätsel oder zum Story-Genre generell oder sonst irgendwo hin und aber halt nicht direkt ein normales RPG sind oder JRPG. Ja, und, es ist gar nicht so leicht heutzutage. Ja, es gibt so viele Unterkategorien mittlerweile, das ist halt wirklich krank. Ja, und dann hast du halt ganz viel, also selbst die großen Marken wie God of War und Assassin's Creed sind mittlerweile Action-Rollenspiele de facto eigentlich. Ich würde aber jetzt zum Beispiel auch das neue God of War nie als Rollenspiel wahrnehmen. So vom eigentlich Ganzen. Nicht unbedingt. Aber von den ganzen Mechaniken und Systemen her ist es eigentlich ein Rollenspiel mittlerweile. So, aber wir haben uns jetzt auf das einfach konzentriert. Wir haben auch hier und da mal gesagt, wenn das für uns in die Richtung Rollenspiel geht, dann gehört es da rein. Genau. Und es kann genauso gut sein, dass wir irgendwann mal in anderen Podcasts dann sagen, Mist, diesen Titel, dieses Spiel haben wir ganz vergessen. Weil, wie gesagt, es wird jetzt eine Reihe, es kommt immer mal wieder jetzt so eine Art Top-Ten-Liste von uns. Ja. Genau. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen, wenn du möchtest. Was hast du denn auf deiner 10? Ich habe auf Platz Nummer 10 Darkest Dungeon. Ein sehr schönes Indie, Dungeon-Crawler-Rollenspiel de facto. Das war so ein Spiel, wo ich selber erst mal gehört habe, zähle ich das wirklich zu den RPGs dazu? Da haben wir uns allerdings auch eine Definition wirklich von RPGs auch nochmal so durchgelesen und de facto ist Darkest Dungeon schon ein RPG, denn du hast eine fortbestehende Charakterentwicklung, du hast Charaktere, die dir auch durchaus ans Herz wachsen, du hast ein richtig gutes Kampfsystem hast du das Einzige, was, also von den ganzen Sachen, die wir durchgelesen haben, ist eigentlich das Einzige, was nicht zu Darkest Dungeon gepasst hat, eine richtige Story. Ja. Weil die Story von Darkest Dungeon ist relativ schnell erklärt. Du bist ein Abenteurer, der einen Brief von seinem Großvater war es, glaube ich, oder Onkel, erhält, wo drin steht, ich habe Schreckliches in meiner Vergangenheit getan, ich werde jetzt bald sterben, wenn dieser Brief dich erreicht, bitte komme sofort hier zum Anwesen und das gehört alles dir und kümmere dich darum. Dann gehst du da hin und stellst fest, dass alles ziemlich im Arsch ist. Irgendwie sind überall dunkle Dämonen, Banditen und alles ist ziemlich dunkel, düster, dreckig, blutig. Und findest dann eigentlich nur heraus, so Stück für Stück, dass er anscheinend irgendwie, das finden wir gleich am Anfang heraus, ein dunkles Portal aufgebaut hat, weil er irgendwie ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Und durch dieses dunkle Portal sind jetzt halt alle möglichen Dämonen, Cthulhu-ähnliche Kreaturen und ähnliches in die Welt gekommen. Und deine Aufgabe ist es jetzt, dieses Portal wieder zu verschließen, indem du halt
von Dungeon zu Dungeon zu Dungeon gehst, mit einer guten erfahrenen Abenteuertruppe und Stück für Stück diese ganzen Dämonen wieder zurücktreibst, bis du halt alle großen Anführer getötet hast und dann das Portal am Ende schließt. Ja. Das ist eigentlich die gesamte Story von Darkest Dungeon. Und das ist also nichts groß mit Wendungen oder krassen Erzählungen, sonst irgendwas, sondern man erfährt alles so ein bisschen über irgendwelche Briefe, die man findet und ähnliches. Ja, und es lebt ganz, ganz stark von seinem Permadeath-System. Genau. Denn um diese Dungeons zu clearen, wirbt man halt zufällig in der Stadt vorbeikommende Helden an. Genau. Und da haben sie auch die Klassen mit der Zeit immer weiter ausgebaut. Es gibt irgendwie mit einem Dutzend Klassen mittlerweile, genau, oder so. Mit denen du durch die Dungeons ziehst und dann eben auch gucken musst, wie ordnest du die an. Das ist alles 2D, weil die Attacken halt immer bestimmte Felder treffen. Sie können auch die eigene Gruppe treffen. Genau wie beim Heilen du halt gucken musst, wie du das anwendest. Bockschwer. Also die werden im Minutentakt die Leute da umgekloppt. Nicht nur, weil sie den physischen Tod erleiden, sondern auch, weil sie wahnsinnig werden können in diesem Dungeon, wenn sie zu starke Schläge abbekommen, wenn sie keine Fackeln mehr haben und im Dunkeln sind. Genau. Andere wiederum blühen auf im Dunkeln, weil sie noch verschiedene Statuswerte haben und. Und ja, dann ist halt ein ganz großer Bestandteil dieses Spiels, irgendwie durchzukommen, ohne allzu viel deiner gut trainierten Leute zu verlieren, damit du dann eben auch gegen die großen Gegner antreten kannst. Was dann halt auch einen gewissen Grind letztendlich mit ins Spiel bringt. Man muss auch ein bisschen trainieren und Geld sammeln und so weiter. Und einen ganz, ganz großen Zufallsfaktor halt auch einfach, weil manchmal man dann eben im falschen Moment irgendwo reinlatscht und einfach stirbt. Ja. Und das macht aber auch die Faszination aus des Spiels, weil das ist so ein klassisches Spiel wie auch XCOM 2, wo man manchmal den Bildschirm anschreit und denkt, du Arschloch! Ja. So, und das Faszinierende ist wirklich, dass Darkest Dungeon war in der Early Access schon schwer. Ja. Dann kam es raus und war noch schwerer. Und dann kam jetzt letztes Jahr The Crimson Court, das Add-on, und es machte das Spiel noch schwerer. Ja. Und die Leute, die ja sonst doch, also Videospieler sind ja doch oft sehr schnell frustriert, waren so, ey, dieses Spiel, ich sag's immer gut, fickt mich in den Arsch. Und trotzdem beuge ich mich immer wieder vor und sage, nochmal. So ungefähr, ja. Was eigentlich die Faszination ist, weil man immer denkt, okay, ich habe jetzt vielleicht die falsche Heldenkombination irgendwie verwendet, ich gehe jetzt nochmal rein. Ich habe jetzt diesen Helden, ich habe jetzt dieses Equipment, ich gehe jetzt nochmal rein und nochmal rein, versuche diesen fucking Dungeon Platz zu machen, versuche die Bosse, die in den Dungeon auf mich lauern, endlich zu erledigen, um halt irgendwann dieses Spiel durchzubekommen. Ja. Und vor allem bei den Enddungeon ist es halt sehr, sehr gemein, was da alles auf dich zukommt. Vor allem wie stark halt diese Endbosse wirklich sind und was sie alles mit dir können, wo sie halt öfter sich angreifen können und halt wirklich einfach deine gesamte, die gesamte Psyche von deinen Leuten einfach kaputt macht innerhalb von 2 Runden irgendwie und du deine Leute mehr kontrollieren kannst und sie halt deine eigenen Leute angreifen, sich selbst verletzen oder halt irgendwelche Fähigkeiten einsetzen, wo du denkst, warum machst du denn das jetzt? Sehr schön ist, wenn der Heiler davon erwischt wird und dein Gegner auf einmal anfängt zu heilen und auch so denkst, fick dich. Und und dann halt wirklich deine Leute immer wieder so sterben wie fliegen. Und trotzdem kann man es halt aber viel beeinflussen, ne? Weil du musst halt wirklich, du rennst am Anfang halt in jede Falle rein. Genau. Und man muss halt wirklich lernen, nein, langsam, Schritt für Schritt vortippeln, immer genug Fackeln dabei haben, nicht in Fallen reinlaufen, weil schon mal Schaden kriegen, schlecht. Ist immer doof, so, und so arbeitet man sich halt Stück für Stück vor. Und es ist halt ähnlich wie in diversen anderen Spielen, dass wenn du dann dieses Erfolgserlebnis aber hast, du dich halt wirklich fühlst wie der God of Dungeon. Genau, und dann ist das andere Ding, was ja noch neben diesen psychischen Dingen auch noch sehr lustig ist, dass deine Charaktere ja die ganze Zeit immer Quirks entwickeln. Also irgendwelche Angewohnheiten. Und die sind halt von jedem Charakter, bei jedem Spieldurchgang ist das immer wieder was anderes. Dann hast du auf einmal irgendwer, der zum Beispiel totale Angst vor Dunkelheit hat. Da musst du halt immer sehr viel Licht haben, weil wenn es dunkel ist, ist er auf einmal schwächer. Oder genau umgekehrt, du hast auf einmal einen Charakter, der den Quirk entwickelt, er hasst Licht. Ja. Da musst du ihn halt immer im Dunkeln kämpfen lassen, weil da blüht er auch. Und solange es hell ist, ist er schwach. Und so weiter. Und dann musst du halt dich auch darum kümmern, deine Stadt abzugraden, dass du halt auf ihr besseres Equipment kommst, mehr Fähigkeiten freischaltest. Musst deine Leute halt wirklich auch zum Beispiel ins Bordell oder sonst irgendwo schicken, damit sie sich erholen können von den Torturen. Da können sie dann Syphilis bekommen. Richtig. Also, es ist halt, das ist auch das Geilste, was ich mal hatte, war, einer war halt, habe ich ins Casino geschickt. Und er hat auf einmal mein gesamtes Geld, was ich geholt hatte, irgendwie 3000 Gold, alles verloren.
Ich weiß nicht, wie das ging. Er hat danach auch das, den Quirk gehabt, schlechter Spieler und glücksspielsüchtig. Das heißt, ich durfte ihn nur noch ins Glücksspiel reinschicken, aber er war halt schlecht. Das heißt, es war immer eine 20% erhöhte Chance, dass er ein Glücksspiel verkackt und irgendwas verliert von mir. Den habe ich immer rausgeschmissen, weil ich konnte nicht. Ja. Weil er hat mein gesamtes Equipment immer weggeschmissen. Aber genauso gibt es dann eben auch positive Eigenschaften, dass halt Leute, wenn sie den Killing Blow bekommen, stattdessen dem Gegner einen kritischen Treffer verpassen oder so und eben noch leben, weil sie so sich aufbäumen. Ja, und es ist einfach alles sehr, sehr gut durchdacht. Genau, also Darkest Dungeon deswegen bei mir auf Platz 10 ein sehr, sehr schönes RPG. Ja, ja, bei mir auf Platz 10 ist ein Spiel, wo es etwas leichter zugeht insgesamt. Manche sagten sogar, dieses Spiel ist aber viel zu einfach, selbst auf höheren Schwierigkeitsgraden. Ja. Besonders über die Drachen war man enttäuscht. In Skyrim. Ja, Skyrim. Ja, und so habe ich jetzt schön eingeleitet mit dem, was nicht so funktioniert hat. Skyrim, weiß ich, ist heutzutage irgendwie, auch dadurch, dass Bethesda das Spiel irgendwie pro Jahr dreimal rausbringt, ja, so ein bisschen verschrien. Und gerade die beinharten alten Elder Scrolls-Fans sind halt ja sowieso in der Fraktion, nach Morrowind war nie mehr was gut. Ja. Und es ist viel zu casual und bla. Und für mich hat Skyrim aber genau diese perfekte Balance gefunden, dass es genug Rollenspiel war, um mich an der Stange zu halten. Also gerade mit den schönen Ausrüstungen, so, die man finden kann, dass man das Gefühl hatte, es lohnt sich, in Dungeons zu gehen. Mich persönlich hat es jetzt nicht gestört, dass es nicht mehr linke Schulterplatte, rechte Schulterplatte und so weiter gab, sondern einfach Rüstung, Handschuhe, Schuhe. Ich fand die Welt unglaublich toll. Das war für mich im Vergleich zu Oblivion ein gigantischer Fortschritt. Ja. Ich bin ja mit Oblivion quasi eingestiegen. Ich hatte Morrowind vorher zweimal gespielt, aber nur 2 Stunden oder so bei einem Freund. Auch noch, als ich klein war und das Spiel viel zu überfordernd für mich war. Und in Oblivion war mir die Welt viel zu monoton. Also es war ja wirklich so durchgängig nur diese Schwarzwald-Atmosphäre. Ja. Und man hat halt auch sehr gemerkt, dass die Dungeons und so, dass das wirklich und die Welt teilweise wirklich einfach computergeneriert war. Und nicht von Hand gearbeitet. Und in Skyrim war die Welt ja wirklich komplett handgearbeitet. Also jeder Dungeon wurde von Hand gemacht und man hat nicht das gehabt, dass es sich andauernd wiederholt. Es hat unglaublich Spaß gemacht, diese Welt zu erkunden. Es war eins der letzten Spiele, die es geschafft haben, ja, vor Breath of the Wild tatsächlich, das letzte, dass ich mir einfach einen Punkt auf der Karte gesucht habe, gedacht habe, der sieht aber interessant aus und einfach hingelaufen bin. Und auf dem Weg dahin bin ich, wurde ich von 10 Riesen in die Luft geschleudert und habe 3 coole Quests gefunden. Ja, ja, es hat unglaublich coole Nebenquestreihen gehabt. Wobei ich da fast sage, dass Oblivion da vielleicht sogar ein Stückchen die Nase noch vorne hat. Aber trotzdem hatte ich hier sehr coole Erlebnisse. Und die Hauptstory war halt wie immer Blödsinn. Ja, ja, dem kann ich mir eigentlich alles nur anschließen. Ich habe Skyrim auch irgendwo vielleicht möglicherweise auch in meiner Liste. Ich habe auch extrem viel Spaß gehabt mit Skyrim. Es war immer toll, dass man sich gesagt hat, ach komm, ich will jetzt mal diese Nebenquest machen oder diese Hauptquest. Ich gehe jetzt mal, oh, eine Höhle. Und dann bist du halt, du hast vorgenommen, okay, heute mache ich jetzt diese Quest. Ich gehe los und du hast halt dann 10 Stunden später warst du immer noch nicht bei dieser Quest, weil du halt von allem möglichen abgelenkt wurdest. Weil du andere Quests gefunden hast, Zufallsereignisse passiert sind oder irgendwelche tollen Dungeons gefunden hast, die du halt lieber erkunden wolltest oder Städte etc. Und das fand ich, das war das Tolle bei Skyrim einfach, diese ja, eigentlich schon wirklich so grenzenlose Freiheit irgendwie, einfach überall hinzugehen und alles machen zu können, was auf was man gerade irgendwie Bock hat. Das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Diese Spielewelt war einfach grandios. Ich fand, das Kampfsystem war auch schön, es war einfach, aber ich fand trotzdem, man konnte halt schön viele Spielereien mitmachen. Ich mochte das Skillsystem sehr, das heißt, wenn ich ein Skill die ganze Zeit benutze, dass dieses Skill sich dann verbessert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und einige Nebenquests. Also mit einer Lieblingsquest ist ja die, wo man in einer normalen Taverne anfängt zu trinken mit irgendeinem Kumpel da so. Und am Ende stellt sich heraus, das war eigentlich ein Daedra-Prinz. Ja. Daedra-Riesen, ne? Ja, Daedra. Daedra-Prinz des Wahnsinns oder der Trunkenheit? Oder, weiß nicht mal, welcher war es nochmal? Na, das mit Cheogorath ist das bei den Assassinen, wo du dann dem Hund helfen musst. Das ist nee, ich meine, das ist, wo man Taverne ist, wo man dann müsste der Trunkenheit gewesen sein, ja. Da gab es also in der Trunkenheit, ne? Also diese Quest, wo du halt dann komplett besoffen bist und am nächsten Tag wachst du auf irgendwo und dann musst du halt feststellen, was hast du eigentlich in dieser Nacht getrieben und dann stellst du fest, irgendwie gegen eine Statue gepinkelt, du hast
Gotteslästerung betrieben, du hast dahin gekotzt und keine Ahnung, was musst erst deine ganzen sündhaften Taten erstmal wieder gut kriegen. Irgendwie musst du dich überall entschuldigen, bis du irgendwann auf diesen Daedra-Prinzen stößt. Dann sagst du so, ach, wir hatten noch einen tollen Abend, nicht wahr? Das war eine grandiose Quest oder auch so eine schlimme Quest, wie wo man dann irgendwie auf so einen Kannibalen-Clan trifft, der dann in irgendeiner Höhle haust und du mal entscheiden kannst, schließt du dich jetzt einfach an und frisst halt auch einmal Leichen oder bringst du alle um und rettest da zum Beispiel Personen. Ja, oder so ein Bergdorf, wo die Leute dir erzählen, da spukt es und dann musst du rausfinden, ob es da wirklich spukt oder ob einer der Bewohner da irgendwie sein Unwesen treibt. Ja, genau. Und hast dann so eine kleine Detektivquest im Prinzip, wo du so ja, Beweise gegen jeden sammeln musst, abwägen, ob das stimmt und so weiter. Dann hat es natürlich auch wieder die Gilden, denen man beitreten kann. Ich liebe das in den Elder Scrolls Spielen, dass du einfach jeder davon beitreten kannst und sie alle bis zum Champion machen kannst. Sogar bei den Magiern, wenn du keinerlei Magie beherrschst, was ich bis heute lustig finde. Boah. Du musst nur stark genug sein, um alles zu schaffen. Dann klappt das schon. Das mag ich halt so gerne, dass das nicht sagt, so, du gehst um diese Gilde und diese Questline erlebst du jetzt. Sondern du musst halt aufpassen, dass du in der richtigen Reihenfolge machst. Zum Beispiel, wenn du Assassinen machst, bevor du Champion bei den Dieben bist, kannst du da nicht mehr Champion werden, weil die keinen Mord akzeptieren. Ja. Wenn du der Champion da bist, sagst du, Mord ist ab jetzt okay. Macht doch, was ihr wollt. Ja. Ja, und ich muss halt sagen, auch wenn die Drachen halt vom Kampf her enttäuschend waren, an sich war es halt schon mega cool. Und die ersten Male, wenn du durch diese Welt läufst und einfach diese zufallsgenerierten Drachen auf einmal da lang fliegen und dann wirklich über deine Köpfe fliegen und du am Anfang ja wirklich noch Schiss hast vor denen. Ja. Und dann wirklich so, oh Gott, und dann duckst du dich und dann gehst du dahin, plötzlich kämpft ein Feuerdrache gegen einen Eisdrachen und du stehst da, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dazu kommt auch ein Riese mit seinem Mammut irgendwie. So, jetzt ist das aufregend, jetzt haben sie mich gesehen. Ja, und dann bist du meistens gestorben, am Anfang zumindest immer. Und ja, klar ist es so, Skyrim hat Probleme wie die Bugs, wobei auch viele der Bugs dann auch wieder fantastisch sind. Ich finde es krass, wie sehr Bethesda diese Bugs immer vergeben werden. Ja. Weißt du, wo andere Spiele halt übelst auf den Sack bekommen, wird damals gesagt, ja, gehört halt dazu, naja. Selbst wenn es Gamebreaker sind. Aber ich habe halt auch teilweise herrlich gelacht über die rückwärts fliegenden Drachen, darüber, dass mit Patch 1.6 man gestorben ist auf der PS3, wenn man ins Wasser gegangen ist. So war vorher nie der Fall. Du gehst ins Wasser, plötzlich stirbst du. Haben sie halt reingepatcht. Über unsichtbare Gegner und so weiter und so fort. Ja, einfach einer der berühmtesten Bugs halt, dass die Riesen, wenn sie dich halt treffen und dich damit umbringen, dich halt erstmal 10 Kilometer in die Luft schleudern, was sie halt nie rausgenommen haben, weil sie es immer als Feature verkauft haben. Ja, und zum Beispiel ein guter Freund von uns, der Lip, der sagt ja, die Elder Scrolls-Spiele sind ohne Mods unspielbar und machen ihm gar keinen Spaß. Ich hab's halt damals auf der PlayStation 3 noch gespielt, Skyrim, und hab's trotzdem auf 100% gebracht und hatte 120 Stunden damit sehr viel Spaß. Ja, ich hab's auch ohne Mods auf dem PC gespielt und ich hatte auch gut 100 Stunden damit Spaß. Und die Mods machen's halt nur besser. So, das ist halt so. Das ist halt und alleine, dass Skyrim so der Nährboden ist für ganz viele Total Conversion Mods, wo ganz neue Spiele draus gemacht werden, ist schon sehr, sehr cool. Und ja, deswegen habe ich das hier in der Liste. Übrigens wollte ich noch kurz sagen, bevor ihr euch wundert, es ist zwar der Top 10, aber wir werden jetzt nicht abwägen, warum ist Skyrim nur auf 10 und warum ist dann das Spiel da drüber höher. So, wir wollen herausheben, warum das 10 herausragende Spiele sind. Genau. Ja. Wir müssen gerade noch das Skyrim sagen. Arrow to the Knee, genau. Ja, genau. Ich habe gerade vergessen, irgendwas. Ach genau, zu dem Thema Bugs noch. Eine meiner Lieblingsbugs war auch zum Beispiel, oder ein Feature auch schon wieder, dass du, wenn du zum Beispiel auf Stealth richtig fett geskillt warst. Pfeil und Bogen und Stealth. Ich auch. Mein Exerich damals. Exen mit Bogen und Stealth und ja, das sah dann halt so schön aus, wenn halt irgendwo im Schatten stand an der Mauer. Auf einmal waren vor mir 10 dieser die, oh Gott, die komplett bleich sind und in Dungeons immer so sind. Drauge. Genau, Drauge. 10 Stück davon. Und ich wusste, das sind die einzigen Viecher, da war ich halt schon so stark, die mir auch irgendwie gefährlich werden, wenn sie in großen Massen auftreten. Da waren 10 Stück da und ich schleiche wieder halt an, bin im Schatten, meine Begleitung auf einmal stürmt rein, alle Drauger werden erwachen, töten sie innerhalb von wenigen Sekunden und laufen dann wie bekloppt durch den gesamten Dungeon, weil sie denken, irgendwo ist doch jemand. Also ich bin halt in der Ecke und stehe da und ständig kommt ein Drauger vorbei, läuft direkt gegen mich. Also der läuft gegen mich, dachte so, fuck, jetzt bin ich dran. Er läuft da weg.
wie jetzt, der hat mich nicht gesehen, kommt der Nächste, läuft wieder voll gegen mich, schiebt mich sogar ein Stück zur Seite, läuft wieder weg. Ich hatte auch Szenen, wo ich am helllichten Tag dann irgendwie so relativ am Anfang noch, ich bin halt wirklich sehr auf Stealth gegangen, ja, da war es irgendwie nur halb voll oder so, da hatte ich halt so einen Skill, dass man ja irgendwie zweifachen Schaden macht aus den Schatten heraus und so, und ich bin dann halt wirklich auf so eine Burg getroffen, dann kamen da so krasse Typen mit Streitkolben raus, mit fetter Rüstung, und ich hab denen halt keinen Schaden gemacht im Prinzip, und ich bin hinterher gerannt, dann bin ich weggelaufen, unter die Bäume, der Typ war direkt hinter mir, weil ich im Schatten stand, so, hm? Und dann hat er halt umgedreht und ist wieder gegangen. Und ich so, okay, angeschossen, wieder in den Schatten. So, und das ist halt, aber das sind so Sachen, klar ist das im Prinzip ein Fehler in der Spielmechanik. Ja. Aber es ist dann halt auch wieder, man fühlt sich aber auch wieder so cool. Ja. Man sagt, ich bin einfach so ein mächtiger Assassine. Ja, dass niemand einfach, mir was kann. Dass mir niemand was kann. Ja. So. Ja, das war ja schön. Alleine wie viele coole Videos entstanden sind durch Skyrim. Ja. So, allein, dass Leute dann stundenlang geübt haben, den Pfeil so in den Himmel zu schießen, dass er dann bei einem 20 Meter entfernten NPC im Kopf landet. Ja. Und so. Also allein diese ganzen Trickshot-Videos anzugucken, macht sehr, sehr viel Spaß. Ja. Und Videos davon, wie Pferde in der Luft laufen und dann in einen Berg stürzen. Zum Beispiel. Also Skyrim ist ein fantastisches Spiel und es ist, also ich denke mal, Skyrim ist wirklich auch ein moderner Klassiker. Ich bin mir relativ sicher, dass in so 10 Jahren, sag ich mal, wenn halt die damals, wo Skyrim rausgekommen sind, noch ein bisschen jünger waren, so 8 Jahre alt und keine Ahnung was. Skyrim kam 2011 oder 2012? 2011. 11 sogar. Das ist ja schon 10 Jahre, meine ich. aber trotzdem, wenn die halt die dann richtig erwachsen sind und dann halt zurückblicken, ach ja, nostalgisch, was war eigentlich mein Lieblingsspiel damals, wo ich klein war, bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, dass Skyrim bei so gut wie allen Listen auftauchen wird von diesen Leuten. Weil Skyrim wird für die sowas sein, wie für uns damals zum Beispiel Final Fantasy damals die Teile oder auch Ocarina of Time und ähnliches. Kann ich mir vorstellen. Gut, das waren unsere beiden Plätze Nummer 10. Wie lange hat das jetzt gedauert? Ja, also wir gehen übrigens davon aus, dass wir den Podcast 2 oder 3 teilen. Komm, 10 Minuten pro Spiel? auf Platz Nummer 9 habe ich bei mir Diablo 2. Und eigentlich muss man noch dahinter schreiben, Lord of Destruction natürlich mit dazu. Diablo 2 ist bei mir in den... kannst du es bitte sagen? Honorable Mentions. Ja, das. Ich kann das nicht aussprechen. Ich spreche eigentlich sehr gutes Englisch, aber das ist so ein Ding. Nee, ist schon klar, dass am Ende, wenn wir alles durchhaben, du deinen vorlesen musst. Und da erwarte ich von dir, dass du das aussprichst. Honorable Mentionen. Ja, also ich habe Diablo 2 auch considered. Jetzt bin ich ja voll im Englischen drin. In Betracht gezogen, aber es hat bei mir dann die Top 10 knapp nicht geschafft. Ja, ich hatte Diablo 2 reingenommen, weil es halt für mich ein absolutes Nostalgiespiel ist. Das habe ich, wo ich früher klein war. War das halt so ein Spiel, das habe ich, also habe ich extrem viel gespielt einfach. Es war ein Spiel, das eigentlich ab 16 oder ab 18 oder irgendwie so ist. 16, ja. 16, aber was ich auch schon, wo ich kleiner war, einfach gespielt habe, weil da auch meine Eltern gesagt haben, ja gut, das ist jetzt, was soll das? Ist jetzt nicht so schlimm, was man da so sieht. Und habe davor auch schon Diablo 1 gespielt und Diablo 2 war natürlich die Krönung vom Feinsten mit, dass ja die Story richtig gut weitergeführt wurde, muss man wirklich sagen. Sogar interessant mit Diablo, wie er wieder aufersteht, mit den dunklen Wanderer, dass er damals in Diablo 1 halt deinen Helm, den du damals hattest, übernommen hat. Und dass du jetzt sozusagen gegen dein altes Ich aus dem ersten Teil kämpfen musst. Und ansonsten dann halt wunderbare Top-Down-Perspektive. Damals natürlich wunderschöne Grafik, also da natürlich veraltet, aber immer noch schöner Pixel-Look, wenn du so willst. Ja, ich finde Diablo 2 kann man sich tatsächlich immer noch ganz gut angucken. Richtig. Und ja, dann hast du halt einfach eine große Vielfalt, vor allem mit einer Expansion, mit einem DLC, was dazu gekommen ist, halt mit Lord of Destruction, wo ja noch ein kompletter Akt dazu gekommen ist, das komplett neues Kapitel. Ja, und das Runensystem. Runensystem und ich glaube, welche Klassen kamen dazu? Ich glaube, Assassinen kamen dazu. Assassinen und Druide. Und Druide waren es, okay. Die beiden kamen dann auch noch mit dem DLC dazu, auch total tolle Klassen. Und ja, und dann halt einfach ein riesiger Skilltree bei jeder Klasse, die da vorhanden sind. Egal, ob jetzt Zauberin, Druide, Assassinen, Barbar, Totenbeschwörer und sonst irgendwas. Jeder hat einen total riesigen Skilltree. Du hast, denn im Internet gab es dann halt Dutzende Listen, wie welchen Skill man mastern muss, um halt mega krass und awesome zu sein. Und es war halt auch schön herausfordernd, also beziehungsweise normal war es noch relativ leicht, du bist gut durchgekommen, konntest auch alleine durchspielen.
Und dann fängst du an, wenn du es auf Eiswürfel gespielt hast, hast du nochmal komplett alles von vorne angefangen. Nur, dass halt die Gegner jetzt sehr viel stärker sind und mit Resistenzen mal richtig viel spielen musst. Du musst halt wirklich richtig auf dein Equipment achten, musst das zusammencraften, musst das Runensystem verwenden, um besondere Boni zu bekommen, damit du irgendwie überhaupt eine Chance hast. Und natürlich, wenn du später in Hölle warst, musst du halt wirklich richtig gutes Equipment haben, um überhaupt eine Chance gegen diese ganzen Viecher zu haben, die halt dann mit, keine Ahnung, es gab so einen Gegner, die halt gegen Kälte, Blitz und Feuerresistenz waren. Und dann, ja gut, jetzt, wie machst du das als Zauberin, wenn du halt gerade auf Feuer- und Kältezauber geskillt bist, musst du halt irgendwie mit Nahkampf vorgehen. Du hast dann ein Begleitersystem, also toll gehabt. Du hast halt die Jägerbegleiter, die Assassinenbegleiter, die Lanzenbegleiter und so weiter. Die am Ende nur noch dazu da waren, um aus den Latschen zu kippen. Ja, aber naja, und dich zu buffen. Also es war ja meistens, dass du diesen Lanzentypen genommen hast, der hat immer eine Aura gehabt, Paladin war es ja, und der hat dir immer noch mal zusätzliche Resistenzen zum Beispiel gegeben. Ja, das weiß ich noch alles. Und was ich am geilsten natürlich war, ich war Totenbeschwörer und schön auf Maximum Level und ich war natürlich ein Totenbeschwörer, der mit am meisten damals von der Community gehasst wurde, weil Schwäche im PC war es rundherum, dass das Spiel angefangen hat zu ruckeln. Und natürlich überall die ganzen Einheiten umgelaufen sind, weil ich war nämlich ein Skelettbeschwörer. Das heißt also, ich habe irgendwann riesige Armeen gehabt an Skeletten, die halt dann wirklich gegen die Kreaturen des Bösen gekämpft haben. Und da hatte ich halt wirklich zwischendurch, weil es war ja so richtige Schlachtlinien ein, wo ich dann halt da als Kommandant mehr oder weniger stand und vor mir über die gesamte Karte hinweg stand meine Skelette und wiederbelebten Kreaturen und Golems und keine Ahnung was alles und gegenüber halt einfach sämtliche Gegner der Map irgendwie sich in einer Reihe aufgestellt haben und dann halt wirklich richtig gekämpft haben gegeneinander und ich war wieder Kommandant, der von hinten natürlich Flüche gemacht hat. Ich muss halt sagen, das finde ich ganz witzig, weil Totenbeschwörer fand ich am Anfang mega cool und es ist mir aber so unfassbar schnell langweilig geworden, diese Klasse. Echt? Ja. Fand das toll. Weil du ja wirklich, du wirst ja mega passiv, wenn du auf wirklich Beschwören gehst letztendlich und das hat mich genervt. Ja, aber ich fand's auch, ich hab's halt auch wirklich extrem viel gespielt, also bestimmt mit jeder Klasse in den zweiten oder dritten Durchgang einmal, bis auf Paladin fand ich sehr lahm, da hab ich einmal im LAN gespielt, da war's dann wieder cool, deine Leute mit Augen zu versehen und so weiter, aber auch der ist relativ passiv, letztendlich, und das Loot-System war wirklich toll. Hat gut funktioniert, im Gegensatz zu Diablo 3 am Anfang. Ja. Das Resistenzsystem, wollte ich nochmal hervorheben, das ist halt so viel besser als in Dark Souls 3. In Diablo 3. Weil in Diablo 3 es ja nur diese Sachen gibt wie Vampir und sie stoßen dich weg und so. Aber so, selbst auf Hölle haben sie da ja nie wirklich Resistenzen, wo du überlegen musst, was mache ich jetzt dagegen? Ja. Sondern sie sind einfach nur stärker. Ja. Und hier war es nämlich so, dass es, wie du schon sagst, so taktischem Denken gebracht hat. Oder so wirklich zu sagen, ich hole mir jetzt einen Kumpel und gehe das mit dem an, weil ich hier sonst nicht weiterkomme. Es war auch wirklich eines der ersten Spiele, das erste Spiel, was mich dazu gebracht hat, auch wie im Internet mir Builds rauszusuchen, so wie ich es jetzt bei Dark Souls mache. Ja. Das erste Spiel, was das geschafft hat. Und es hatte einfach einen unglaublich guten Flow, es hat unglaublich Spaß gemacht, sich da durchzuschnetzeln, besonders mit jemandem zusammen. War sogar eins der ersten Spiele, wo ich an so repetitiven Sachen teilgenommen habe, wie Baal-Runs. Genau. Einfach immer Baal und jetzt nochmal Baal und nochmal Baal. Einfach nur, um bestimmten Loot zu bekommen. Und dann halt auch immer so dieses schöne Rennen, wenn man nicht mit Freunden gespielt hat. Und dann so dieses, alle haben den Finger schon auf Alt und dann so, okay, erstmal alles sammeln. So, das weil halt irgendwelches Equipment zu bekommen, weil es halt damals noch war, es wurde nicht aufgeteilt, sondern wer es halt, wer zuerst war, hat halt das beste Equipment zu bekommen. Nee, also wirklich sehr, sehr schön. Die Cutscenes waren damals ja wirklich, wie bei Blizzard immer. Also wirklich, dass du da sagst, so holy shit. Wie geht das? Das war ja in Diablo 3 auch wieder so. Ja, genau. Auch wenn die Story da wirklich großer Mumpitz ist, die erzählt, aber in den Sequenzen, dass ich da dachte, holy shit, sieht das geil aus. Mach doch bitte einen Film. Ja, Blizzard, so. Endlich, Mann. Und einfach wirklich endlos mit Freunden durchgespielt. Ja. Lieblingsklasse bei mir, Druide. Naja, bei mir Totenbeschwörer. Habe ich geliebt, also gerade, weil da hattest du halt beides. Da hattest du ja deine Tierwesen und dann aber eben auch noch, dass du einfach einen Vulkan unterm Gegner hast vorkommen lassen, was mir unglaublich viel Freude gemacht hat. Also und Zauberin. Ja, Zauber war auch cool, aber bei mir war es ansonsten noch Amazone,
Ich fand das so geil, du hast ja später, du standest halt da und hast einfach zack, zack, zack und hast einfach 10 Pfeile dauerhaft wie so ein Pfeilfächer vor dir abgeballert. Hast Explosionspfeile, Feuerpfeile und also ich fand das immer cool, du hast auf alles eine Antwort. Und du hast noch schön Abstand zu den Gegnern und konntest einfach aus der Ferne platt machen und die kamen nicht mehr zu dir ran. Und Assassinen fand ich auch noch sehr cool. Genau, ich glaube auf Platz 3 wäre bei mir dann Assassine. Ja, bei mir auch. Weil Assassinen war halt einfach mit diesen ganzen Pfeilen, also eine Trap-Assassinen, die war einfach so lustig, wo du die ganzen Pfeilen gesetzt hast, musst die Gegner da reinschleudern und dann hast du halt gekämpft, während halt um dich herum einfach alles explodiert ist irgendwie, weil die in den ganzen Pfeilen reingetreten sind. Und ich mag halt diese Waffen einfach total. Ja, diese Doppelklingen oder diese Faustwaffen halt. Ja. Zestus heißen die, ne? Nee, Zestus sind doch Fäustlinge. Nee, Entschuldigung, das sind Fäustlinge. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber auf jeden Fall diese Klingen, halt. Handklingen da so. Ja, also deswegen Diablo 2, mega viel gespielt. Meine Mutter spielt das bis heute. Ich habe tatsächlich letztens auch mal Bock drauf gehabt. Ich habe ja gerade Jojo habe ich gerade Diablo 3 ausgeliehen nochmal, damit sie es mit ihrem Freund spielen kann. Und ich als ich es so gab, dachte ich so, ja, ich hätte voll Bock Diablo 2 mal wieder zu spielen. Irgendwie ich auch mal wieder. Ja. Und das Krasse ist ja auch wirklich, muss man sagen, nachdem Diablo 3 rausgekommen ist, waren ja extrem viele enttäuscht davon. Die sind alle zu Diablo 2 zurückgegangen. Diablo 2 hat bis heute eine riesige aktive Community. Ja. Also das ist das Aber. Es gibt bis heute gibt es ja noch Barruns vom Feinsten. Ja, und das ist halt auch das Besondere, dass auch Diablo 2, glaube ich, auch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren nochmal einen Patch bekommen. Ja. Wo mir gesagt hat, ey, das stimmt nicht, das machen wir jetzt einfach 20 Jahre später nochmal besser. Ja, machen wir besser. Und sie machen immer noch weitere Wartungsarbeiten für ein Spiel. Also alle, ich sag mal, Vierteljahre, halbe Jahre machen sozusagen Reset, so dass halt die ganzen Cheater und Spammer von Werbung und so weiter, die halt online immer rumlungern, alle rausgekickt werden, die ganzen Accounts und so weiter. Man sagt alle Viertel, halbe Jahre irgendwie. Ja, und Warcraft 3 hat ja letztens auch nochmal wieder einen Patch bekommen und ein E-Sport-Turnier. Aber da denke ich mir immer noch... Ja, wobei, da habe ich auch so was, was könnte eine Promo-Aktion sein? Ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so kommt von Blizzard. Also, das wäre so ein Ding, wo ich denke, könnte Warcraft 4 sein. Und es gibt ja auch schon lange Gerüchte, dass Diablo 2 vielleicht auch ein HD-Remake in der Mache ist. Mal sehen, was da alles kommt. Ja. Ich finde Diablo 3 aber übrigens auch trotzdem gut im heutigen Zustand. Im Release-Zustand nicht, aber im heutigen Zustand finde ich es gut. Aber trotzdem hat es mir einfach kaputt gemacht, muss ich wirklich sagen. Also ich komme nicht mal an Diablo 3 ran. Da war es halt ja gut. Das war ja, als noch kein PC, leistungsfähiger PC hatte. Ich habe die Konsolenversion gespielt, die halt gleich so rauskam, wie es hätte sein sollen von Anfang an. Bei mir war es halt so, ich weiß noch, meine Mutter und ich haben damals, weil beide große Diablo-Fans, Diablo 3 kam raus, 2 Versionen davon geholt. Wir haben sofort angefangen zu spielen, am Release-Tag. Wir waren so enttäuscht. Ja. Wir waren so sauer und haben das danach, wir haben das eine Woche gespielt und hatten dann keinen Bock mehr. Ja. Wir haben nur normal durch. Ja. Und bis zu so Albtraum, meine Mutter hat glaube ich sogar noch Albtraum durch. Und hat auch keinen Bock mehr gehabt. Und ich habe Albtraum nur angefangen, habe keinen Bock mehr gehabt. Und übrigens, Diablo 2 war eins der ersten Videospiele, für die ich richtig gekämpft habe. Oh. Weil damals halt noch in einem Alter, es war sogar als das Lord of Destruction Bundle schon da war, also irgendwie 1-2 Jahre später. Und dann war ich halt, musste ich die Spiele halt immer noch mit meiner Mutter absprechen, ob ich die haben darf. Da hat sie natürlich, beim Mediamarkt war das noch, hinten auf die Packung geguckt und sah die ganzen zersplatterten Dämonenleichen. Ja. So, und es war halt richtig so das erste Mal, wo ich so da stand und argumentiert habe und ja, das sind ja aber alles Dämonen und das ist ja alles total übertrieben und so und halt richtig dafür argumentiert habe, das zu kriegen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, müsste ich nochmal fragen, sie weiß es bestimmt noch. Im ersten Anlauf habe ich es, glaube ich, nicht mal bekommen. Ach, okay. Das war, glaube ich, die Aktion, wo ich dann stattdessen GTA 3 mir geholt habe, weil da halt die Bilder nicht so krass aussahen und ich halt da besser darlegen konnte, dass das ja total die Karikatur auf Amerika und so weiter ist. Ah. So, und auch, ich weiß noch, bei GTA 3 musste ich ja sogar eine Mission zeigen, so, und dachte so, oh Gott, bitte wird jetzt niemand mit Flammenwerfern abgebrannt oder sonst was. So, und es ist wirklich ohne Scheiß, eine Mission später kam das. Da musste ich durch die Gegend rennen und Leute mit Flammenwerfern niederfackeln. Und ich, oh Gott sei Dank, ich wäre dieses Spiel sofort wieder los gewesen. Und ja, aber ein bisschen später durfte ich mir Diablo 2 dann auch holen. Aber wie gesagt, da hatet nicht unsere Mütter. Nein. Das ist eigentlich sehr gut. Das sollten viel mehr Mütter machen, dass sie aufpassen, was ihre Kinder da spielen. Ja. Und tja, unsere Kinder werden das Glück dann nicht mehr haben, weil die haben nicht deine Eltern, die Ahnung davon haben. Ja, bei uns gut, nicht bei dir wurde ja auch alles dann vorgespielt, aber zumindest bei mir war es halt so, da konnte ich halt teilweise tricksen.
Nee, Tricks hat. Das wird bei mir nicht mehr gehen. Hat bei mir nicht funktioniert, weil, wie gesagt, alles bis zu einem bestimmten Alter wurde alles halt sich zumindest entweder angeguckt, wenn ich es angefangen zu spielen, oder aber es wurde halt vorher angespielt, bevor ich es spielen durfte, so dem Motto. Das war halt das Ding meiner Mutter. Und ja, deswegen konnte ich, ich habe irgendwann mal, als ich vielleicht 10 war oder 9 oder irgendwie sowas, war ich bei einem Kumpel. Und es gab so ein, ich weiß nicht, so ein Spiel da, ich glaube von den Machern, die hier, Hides Lieblingsreihe hier. Dynasty Warriors. Genau, von Dynasty Warriors. Ich glaube von den Machern auch von Dynasty Warriors war es irgendwie. Da warst du auch so ein Charakter und hast so einen Drachen bei dir gehabt. Du konntest dich entweder in den Drachen verwandeln oder konntest den Drachen reiten und hast halt riesige Horden an Gegnern halt abgeschlachtet sozusagen. Aber nicht wirklich blutig oder sonst irgendwas, aber halt einfach nur, du bist die ganze Zeit nur im Dauerstress und Adrenalin gewesen. Die ganze Zeit Niedermetzeln. Und das habe ich von meinem Kumpel damals ausgeliehen gehabt und wusste aber, dass ab 16. Und ich, gesagt, ich war damals 9 oder 10 irgendwie so. Habe es dann nach Hause gebracht, habe natürlich nicht meinen Eltern gezeigt, habe es dann heimlich gespielt und irgendwann beim Aufräumen hat meine Mutter diese blöde Hülle gefunden. Ja, habe Hausarrest bekommen. Das Spiel musste ich wieder zurückgeben an meinen Kumpel. Tja. Also Vorbeischummeln war nie wirklich eine Option. Ja. Und das ist gut so. Ja. So, das war mein Platz Nummer 9. Ja, bei mir kommt auf Platz Nummer 9 gleich das nächste Bethesda-Spiel. Ja. Damit hat es sich dann aber auch mit Bethesda-Spielen bei mir. Nämlich Fallout 3. Ja, das ist dann auch vielleicht in meiner Liste vorhanden. Ja, ist bei mir einen Platz höher als Skyrim. Einfach weil es für mich noch ein bisschen markanter war. Also da sind einfach noch viel mehr Quests, an die ich mich erinnere, noch viel mehr Momente. Und ich finde halt auch einfach, das Kampfsystem macht halt so viel aus. Das ist nicht dieses, also gerade bei Skyrim im Nahkampf ist ja wirklich so, und das habe ich ja dann auch, Skyrim war übrigens auch auf Platz 10 meiner die besten Spiele der Konsolengeneration, was ich ganz am Anfang des Kanals gemacht habe. Stimmt, ja. Da habe ich auch gesagt, bei Skyrim ist ja wirklich so, dann hast du keine Ausdauer mehr, kannst aber trotzdem noch weiterschlagen. Man denkt, wofür gibt's die überhaupt? Ja. So, und in Fallout eben dieses Wettsystem ist halt einfach geil, wenn du auf die einzelnen Körperteile zielen kannst. Was oder in der deutschen Version nicht funktioniert. Ja, es funktioniert ja schon, aber halt. Sag das den Supermutanten, der mich den Arm weggeballert hat, der mich trotzdem mit der Minigun. Ja, aber du kannst ja trotzdem dann zumindest so Sachen machen, wie dass du das Bein verkrüppelst und er langsamer läuft und so ein Kram. Das hat in der deutschen Version deutlich schlechter funktioniert, weil halt so Sachen passieren, wie du schießt ein Supermutant mit Minigun, schießt auf dich, du verkrüppelst deinen Arm, er sagt, au, hebt es wieder auf und schießt weiter. Während er halt in der englischen Variante oder in jeder anderen Variante, außer der deutschen, halt den Arm verloren hat und die Minigun schlecht wieder aufheben konnte. Ja, richtig. Nichtsdestotrotz ist es ein cooles Kampfsystem, diese Mischung aus dem actionreichen, man kann so ballern und eben diesem Wettsystem. Und unglaublich coole Skills einfach, die ja dann auch noch abhängig davon sind, ob du dich auf die gute Seite des Karmas oder auf die böse Seite des Karmas schlägst. Alleine, dass du halt auf Stufe 14 bei Evil halt einfach mal Kannibalismus freischaltest. Dann kannst du dich neben Leichen hocken und dich damit wieder heilen. Ja. Und was aber Fallout 3 für mich wirklich so besonders macht, war halt wirklich diese schiere Masse an denkwürdigen Quests. Also allein in Megaton. Wie viele geile Charaktere es da gab, wie viele coole Quests. Megaton ist Michael Bay. Stimmt. Dann, alleine, dass du halt da deinen ersten Begleiter triffst. Und das habe ich halt vorher in Videospielen nicht erlebt. Dass er sagt, also ich kann mit dir mitkommen, aber ich bin krasser Söldner und du bist volles Weichei. Werd mal böser. Und dann musst du halt erstmal einen bestimmten Grad an Boshaftigkeit haben, damit er überhaupt mit dir mitkommt. Danach kannst du der liebste Mensch der Welt werden. Ja. Aber du musst erstmal weisen, dass du auch böse kannst. Genau. Dass du und Motherfucker ja, dann, ist. Also wirklich, es hat zwei meiner Lieblingsquests aller Zeiten. Einmal das mit den Vampiren. Hm. Finde ich super gut, wo du auf dieser Brücke in diese Siedlung kommst, merkst, irgendwie sind hier alle so ein bisschen tot. Dann wird die Siedlung angefangen zu belagern, weil die merken, da ist einer. Dann kommst du zu denen, merkst, so böse sind die eigentlich gar nicht. Ja. Und kannst dir dann halt überlegen, ob du diese Vampirrotte da ausrottest oder ihnen beitrittst und fortan selbst als Vampir durch die Gegend wandelst, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Und natürlich die Atombomben-Quest, dass du halt wirklich einfach irgendwann auf einen Typ triffst, so mit weißem Anzug und Koffer, der sagt, hey, findest du das Leben in dieser Stadt macht wirklich Sinn? Komm mal bitte in diesen krassen Turm, wo nur die Besten der Besten leben. Genau.
der von Ghouls belagert wird, woraus auch wieder eine Nebenquestkette wird. Genau. Ja, und dann kannst du halt mit dem darauf hinarbeiten, eine Atombombe in dieser Stadt zu zünden, die da nur liegt, weil die Kinder des Atoms diese Atombombe religiös fanatisch anbeten und verhindern, dass sie aus der Stadt gebracht wird. Ja. Und ja, das war halt einfach, du kannst das verhindern, kannst die entschärfen, gar nichts tun. Oder du kannst halt wirklich sagen, ja, mach ich. Und das war halt wirklich für mich so ein, ja, in meiner kleinen schwarzen Seele, die ich in Videospielen gerne rauslasse, war es wirklich so ein unglaublich befriedigender Moment, da zu stehen, diese ganze Stadt erst die Händlerin umzubringen, alles zu rauben, was ich hier jemals verkauft habe, es woanders nochmal zu verkaufen, mich dann mit der ganzen Stadt anzulegen, vertrieben zu werden und sie dann in die Luft zu jagen. Das war sehr schön. Also ich habe in meinem ersten Spielversuch habe ich die Bombe entschärft und habe diesen Typen in weißen Anzug erschossen. Ich hatte nicht genug Sprengstoff-Skill, ging leider nicht. Sonst hätte ich das auch gemacht. Ja. Ich weiß noch, ich habe sogar das gesehen mit dieser Atombombe und dachte so, Alter, ich kann doch nicht meine Anfangsstadt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, das wäre meine Hauptstadt, ja. Also die einzige Stadt, so nach dem Motto, die muss ich also retten irgendwie, ich kann die nicht verrecken lassen hier. Und weil ich halt dachte, wenn ich das nicht so früh wie möglich mache, dass irgendwann der Story die einfach gesprengt wird, weil ich das halt nicht getan habe. Das war mein Gedanke. Also habe ich wirklich am Anfang so darauf hingearbeitet, diesen Sprengstoff-Skill so schnell wie möglich hochzubekommen, um diese blöde Bombe zu entschärfen. Und dadurch habe ich beim ersten Versuch habe ich die halt gerettet und habe dann irgendwann mal Jahre später halt dann einfach mal einen neuen Spielstand angefangen. Habe gedacht so, okay, jetzt bist du einfach so böse und evil wie überhaupt nur möglich. Und hab dann auch sofort... Wirklich Spaß macht. Ja, es hat auch Spaß gemacht. Hab dann halt wirklich von Anfang an die beklaut die ganze Zeit, bis ich vertrieben worden bin. Hab dann sofort diese Quest gemacht und dann einfach so, oh, fickt euch. Piep. Ja. Und eine Quest, die mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist die Geisterstadt. Ja. Wo man ja... Warte mal, war das da, wo man auch in die Vergangenheit so ein bisschen reist und diese Erinnerung sieht? Nee, das war in dem einen Bunker, dem du der Hauptstory folgst. Ah, nee, stimmt, das war da. Aber die Geisterstadt trotzdem, wo man halt wirklich dann auf die ganzen Stimmen irgendwie hört. Ja. Auch die, vor allem, ich finde da so schon diese Kinderstimmen, ja. Die dann von überall kommen. Und plötzlich aus dem Nichts beschossen wirst. Genau. Und so. Aber es ist schon, wo du es gerade erwähnst, also die Quest war auch geil, wo du in diesen verlassenen Bunker kommst, auf der Suche nach deinem Vater und dann halt wirklich in diese... ja, parallel Vergangenheitswelt gesaugt wirst und siehst wieder und ja, halt wirklich dann da dieses Mädchen ist und du die so sehr verärgern musst und so sehr gegen ihre Pläne gegenschießen, dass du da wieder rauskommst, weil sie dich als Spielpartner will und nicht mehr aus dieser Welt rauslässt. Ja. Das ist, also wirklich, da steckt so viel Kreativität und so viel geniale Ideen drin. Allein die Charaktererstellung ist großartig. Ja, einer der besten Rollenspielanfänge überhaupt, finde ich. Also wie man so perfekt halt die Charakterentstehung halt wirklich zeigen kann. Ja. Das hat meiner Meinung nach nie ein anderes Spiel so gut hinbekommen. Ja. Also, ja, Fallout 3 hat mich wirklich von vorne bis hinten begeistert. Ich weiß, viele finden New Vegas besser. Ja. New Vegas hat mich allein deshalb abgefuckt, weil die Waffen auch da kaputt gehen und du sie nicht überall reparieren kannst, sondern nur in bestimmten Punkten. Und da erstmal hinzukommen, war nervig. Okay. Deswegen habe ich Fallout New Vegas nicht mehr gespielt. New Vegas habe ich nie richtig gespielt. Ja, also New Vegas hat mich irgendwie nicht mehr so gekickt. Vielleicht auch einfach, weil ich direkt nach Fallout 3 gespielt habe. Das war dann vielleicht auch einfach ein bisschen viel Fallout. Kann auch sein. Ja, das war dann der Fallout von Fallout 3. Der Fallout von Fallout 3, ja. Ja. Das war Fallout 3. Dann bei mir auf Platz 8 Fallout 3. Das ist ein gutes Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Ich habe so einiges Gutes davon gehört. Das Weltsystem war nicht immer so ganz gut und so. Und ja. Nein, ja. Wollen wir, das ist schlimm, das haben wir jetzt nicht überlegt. Wollen wir es jetzt so machen, dass du jetzt einfach zu deinem Platz 7 gehst und die Liste asynchron wird? Oder dass ich einfach jetzt meinen Platz 8 nenne? Ich würde sagen, wir machen jetzt auf deinen Platz 8. Gut. Oder? Ja, also Fallout 3. Also, ja. Auf Platz 8. ich weiß nicht, soll ich jetzt auch schon wegen Skyrim-Vergleich irgendwas sagen? Ja, kannst du. Also bei mir ist Skyrim noch ein bisschen weiter vorne. Eigentlich aus dem Grund, weil ich habe überlegt, Fallout 3 hat viele coole Einzelmomente irgendwie so geschaffen, was aber Skyrim auch irgendwie hat. Und bei Skyrim war aber halt so, anders als bei Fallout 3, dass ich bei Skyrim halt wirklich jeden einzelnen Ort entdecken wollte. Bei Fallout 3 war es oft so, dass ich dann doch mehr durch die Quest getrieben wurde und halt dann doch mehr durch die Gegend gestapft bin. Und ich halt oft sogar versucht habe, verschiedene Sachen auszuweichen vom Anfang,
weil mir halt so tollen Sachen passiert sind wie, oh, das ist ein Killer-Roboter, pium, ich bin tot. Oh, das ist ein Supermutter, brrrr, ich bin tot. Ich bin ständig irgendwo im Wasteland, sag ich mal, zwischen den Reisen nicht ständig verreckt. Ja. Weil, also am Anfang zumindest, weil ich halt noch nicht stark genug war und wir sind halt schon die krassesten Kreaturen im gesamten Spiel irgendwie. Todeskralle auch. Auf einmal. Kommt aus dem Boden irgendwie geschossen, aus so einer kleinen Mini-Höhle und ich war eigentlich gerade auf dem Weg zu einer Quest. Zack, ich war tot. Und das war bei Skyward nicht so. Und das war halt, ich bin durch die Gegend gereist und habe mich einfach faszinieren lassen von der Umgebung her einfach. Von jeder einzelnen kleinen Geschichte, von jedem einzelnen Dungeon, jedes kleine Mini-Rätsel, jeder Gegner, der da so war. Und das hat mich insgesamt dann noch mehr fasziniert. Auch wenn Fallout 3 vielleicht ein, zwei stärkere Eindrücke gemacht hat, sag ich mal. Ja, bei mir war es halt, wo ich so dieses Skyrim, ja, sehe ich auch so, dass da die Welt toller ist. Das Ödland in Fallout 3 ist halt dementsprechend auch ab und zu mal öde. Ja. Ja, aber in Fallout 3 ist einfach, also das, was es für mich besser macht, ist halt wirklich, dass die Questqualität für mich doch unglaublich viel höher ist. Weil es ist wirklich jetzt, wo ich gerade drüber dachte, die Quest mit den Kindern, so, wo du denen neue Heimat beschaffen musst und so weiter. Und die Quest mit den Pilzen, wo du rausfinden musst, warum die alle völlig mit Sugar im Kopf sind. Und dann diese Drogenpilze, deswegen, ja. Ja, Skyrim hat ja auch so tolle Sachen gehabt. Wie gesagt, mein Beispiel mit denen, du bist halt einfach nur trinken und dann passieren so lustige Sachen. Und auch andere krasse Entscheidungen, die man manchmal so treffen muss. Aber ja, da war halt natürlich Fallout halt sehr viel düsterer. Ja. Das stimmt schon. Aber man kann sagen, die Hauptstory in Fallout 3 ist noch mehr Mischugger als die in Skyrim. Obwohl ich sagen muss, dass die Hauptstory in Fallout 3 mir besser gefallen hat als in Skyrim. Ja, aber sie war halt wirklich, ich finde, da war diese ludonarrative Dissonanz noch größer. Ja, auch so dieses, und wirklich so, also am Ende saß ich halt wirklich da, bei dem, worum es da ging, dachte ich so ein bisschen, aber wollte ich mich jetzt eigentlich gerade verarschen, wirklich. Ja, stimmt schon. Das wird übrigens in Fallout New Vegas dann noch absurder, weil da geht es um Staudamm. Das ganze Spiel dreht sich um Staudamm. Warum nicht? Ja. Muss auch mal kleine Geschichten erzählen. Ja. Und wegen Wasteland ist ja nichts los, bevor jetzt irgendwer sagt so, zum Beispiel auch jemand, den wir gut kennen, der sagt so, das ist ja Fallout 4 ja auch noch so toll, weil du hast ja so viel zu tun. Fallout 4 macht das wieder viel zu viel. Ja. Fallout 4 hast du einfach, du läufst da lang und es ist halt doppelt so viel nochmal wie bei Skyrim, wenn du irgendwo lang läufst und 10-mal so viel wie in Fallout 3 gefühlt. Und dadurch ist halt einfach nichts Besonderes. Vor allem kommst du halt immer wieder zu denselben Sachen. Ja. Es ist nichts Besonderes mehr. Das fanden wir übrigens auch sehr interessant, dass wir haben nochmal Listen durchgeguckt und so weiter und so fort, einfach damit wir nichts vergessen, möglichst, auch wenn es trotzdem wahrscheinlich passiert ist. Ja. Und es fand wirklich krass, dass Fallout 4 einfach in keinen Top 50, Top 100, was auch immer Listen auftaucht. Also, ja, das ist Fallout 3 war überall drin. Ja. Also das hat halt schon nochmal deutlich was ausgesagt. Ein Spiel, was aber in der Tat wirklich, wirklich in vielen Top 10s sogar auftaucht, ist bei mir auf Platz 8. Und das ist, obwohl wir es noch gar nicht so weit gespielt haben, Divinity Original Sin 2. Das ist bei mir bei den Honorable Mentions. Ja. Ich könnte mir vorstellen, hätten wir Divinity Original Sin 2 schon durch, dass es dann sogar noch höher geklettert wäre auf dieser Liste. Das wahrscheinlich auch in den Top-10-Liste wäre. Ich habe ja Divinity 1 gespielt, so 30 Stunden oder so. Dann kam 2 auch schon und dann war es damit vorbei. Aber dieses Spiel hat einfach bei mir in diesen, weiß nicht, 15 bis 20 irgendwo Stunden, die wir es gespielt haben, es müssen 20 eigentlich eher sein, hat es bei mir einfach sämtliche Zweifel weggewischt, dass es genauso brillant weitergehen wird, weil das geht schon los mit der Charaktererstellung, die unglaublich komplex ist, dass es alleine irgendwie etliche Klassen gibt, die gibt's dann und Rassen, die gibt's dann in lebendig und untot. Genau. Ganz viel Customization, also wir haben ja mit der Community alleine irgendwie, eine Stunde im Charaktereditor verbracht und das hätte man auch noch deutlich ausweiten können, wenn man gewollt hätte. Dann hat es unglaublich coole Nebencharaktere. Also alleine so die eine der ersten Begegnungen im Spiel, wo du auf einen Typen namens Red Prince trifft, der sagt, hey, ich stell dir jetzt 3 Fragen, antworte bitte wahrheitsgemäß, dann tut man das. Und dann sagt er, sehr gut, du bist qualifiziert, du bist nun mein Sklave, herzlichen Glückwunsch. Und den kannst du später dann halt als Charakter haben. Und die anderen sind, dann gibt's halt eine, die permanent mit Dämonen in Kontakt steht. Genau. Und wirklich unglaublich geile Charaktere. Einen untoten Elfen, der versucht, sich ein Äußeres zu erschaffen, damit er in der Welt nicht mehr auffällt und so weiter. Dann ist es halt so cool, dass du in der Charaktererstellung auch noch Charaktereigenschaften von dir festlegen kannst und Hintergrundinfos.
die wieder zu besonderen Dialogoptionen führen. Und genau wie der Vorgänger hat dieses Spiel so eine unglaubliche Menge Humor. Gleich am Anfang, ich war ja ein Elfenmagier, Barbar, Outlaw. Genau. So, und du warst halt reiche... Ja, eine noble Hexendame. Und kann man halt gleich am Anfang, gerät man in Gefangenschaft und geht dann halt zur Wärterin hin und sagt, in deinem Fall so... Ich bin nun erwacht. Wann wird denn das Essen serviert? Ja. Und die sagt einfach so, was? Man lasse mir ein Bad ein. Ja, genau, lasse mir ein Bad ein. Und halt ich als Barbar konnte halt sagen... Was ist das für ein hölzernes Gefängnis, das hin und her schwankt? Und dann so, ernsthaft jetzt? Wirklich? So. Du weißt schon, dass das was ein Schiff ist. Ja. Und dann geben halt diese unterschiedlichen Klassen und so auch noch unterschiedliche Lösungsmethoden. Elfen können beispielsweise die Gebeine von Toten sich ansehen, ein bisschen dran schlabbern. Und dann erfahren sie die Vergangenheit davon, was dann auch wieder Lösungen zu Quests gibt. Es gibt halt so Skills wie mit Tieren reden. Die dann auch wieder Lösungen zu Quests... Ja, allein mit den Tieren zu reden, ist so herrlich. Dann gibt's, dann findet man irgendeine Krabbe. Ja. Wie hieß nochmal? Septima, die Großartige. Genau, Septima, die Großartige, die auf einmal irgendwie sagt so, ich bin die Großartige hier und so weiter und ich war eigentlich nur ein normaler Magier, ich bin jetzt halt in Tierform und ich werde eines Tages die ganze Welt regieren und so weiter. Ich bin die mächtigste Zauberin aller Zeiten. Ja, oder ich bin auf eine schwarze Katze getroffen, habe mit der geredet, dann ist sie halt mit mir mitgelaufen. Ich habe mich voll gefreut und war übelst verzweifelt, als sie plötzlich weg war. Die ist nicht weg, die kommt wieder. Ja, meine Katze. So, und das Kampfsystem ist mega geil, es ist sauhart, das Spiel. Oh, ja. So, also selbst auf normal wirst du halt sehr schnell umgekloppt. Und wir spielen es auch schwer. Sehr schwer. Aber halt, es ist halt rundenbasiert und die kommen halt nacheinander dran, je nach Initiative, die Charaktere, ganz klassisch. Und ja, da gibt es halt so Sachen wie, dass du halt ein Fass zerschlagen kannst mit Öl drin, das mit Feuer anzündest. Da gibt es dann wiederum noch unterschiedliche Effekte. Das musst du mit Regen wieder löschen, wenn du selber durch willst. Es gibt Verkettungseffekte. Und ganz oft ist es aber so, wenn du Kampf das erste Mal angehst, denkst du, jawohl, ich hab's voll im Griff. Dann jagt der irgendwas in die Luft und bis zu dir zieht sich eine Wolke aus Gift und Feuer und allem durch und einfach alle Charaktere sterben und denkst, oh Gott, was ist passiert? Was ist passiert? Und das ist aber so motivierend, den Kampf zu optimieren. Mhm. Alleine, wie wir völlig unterlevelt, weiß ich nicht, fünfmal in die Arena gerannt sind, weil wir wollen das jetzt schaffen. So, und es ist, wenn wir hier noch ein bisschen tweaken, dann kriegen wir es, dann machen wir da einen Schaden mehr und dann schaffen wir das. Und dann hast du still, nein, das geht nicht. Vielleicht sollten wir ein bisschen leveln. Es hat ein sehr, sehr langsames Progression-System, also man levelt sehr langsam, aber jedes Level fühlt sich bedeutend an, weil jeder neue Skill, jedes neue Attribut einem eben auch wieder neue Sachen ermöglicht. Und auch da ist es in dem Spiel so, wenn du dann halt wirklich so ein Level-2-Schwert findest, dann denkst du halt, boah, jetzt hau ich einfach 30 Schaden mehr raus und das ist wirklich viel. Es hat unglaublich viele Lösungsmöglichkeiten, das Spiel. Also gerade die erste große Quest ist Entkommen aus dem Gefängnis. Ja, und du hast, und wenn du dich halt richtig umhörst und mit ganzen Leuten redest, findest du halt, glaube ich, 5 verschiedene Möglichkeiten, wie du aus diesem Gefängnis ausbrechen kannst. Ja. Bisschen auch so eine Möglichkeit, du tötest, versuchst einfach alle Wachen zu töten. Das kann man theoretisch schaffen irgendwie. Weiß nicht wie, aber irgendwie... Ja. Und das Problem ist, wir sind momentan in so einem Punkt, wo anscheinend alle Wachen uns nicht mehr mögen, weil es nicht so gut ist. Ja. Aber wir auch mittlerweile so stark sind, dass wenn wir sie in kleine Grüppchen bekommen, wir sie töten. Wir sie trotzdem besiegen. Ja. Und ja, das ist halt wirklich so, ja, so eine schiere Anzahl an coolen Charakteren, an Quests, an Möglichkeiten, diese Quests zu lösen. Genau. Eben auch die Möglichkeit, dass eine Quest scheitert. Dass sie dich nicht immer mit der Nase drauf stupen, da ist es so, sondern einfach sagen, ja, das ist die Situation, mach was. Ja, ist einfach, es sieht hübsch aus und es ist einfach, weiß ich nicht, boah, wir müssen das Spiel weiter spielen. Ja. Unbedingt. Und man kann es im Koop spielen. Ja, an einer Konsole. Mega cool. Ja. Das ist Divinity Original Sin 2. Kann ich mir alles nur anschließen. Tolles Spiel, wir müssen es unbedingt weiterspielen. Ich will auch weiterspielen. Wir wollen so viele weiterspielen. Ja. Mann. Ich wollte gerade bei deinen Zettel gucken, was mein nächster Platz ist. Dann sind wir bei Platz Nummer 7. Das ist bei mir World of Warcraft. Ebenfalls, ja, bin ich relativ aus. Ebenfalls ein Spiel, was ich eigentlich auch aus Nostalgie so ein bisschen gewählt habe, weil World of Warcraft war der Grund, warum ich damals meinen allerersten eigenen richtigen Spiele-PC bekommen habe.
Weil, ich weiß noch, damals meine Tante und mein Onkel und meine Cousine, die haben halt WoW gespielt. Und war halt mit meiner Cousine zu Besuch und so weiter und dann halt dort auch gespielt. Und damals kleiner Steven, total fasziniert von diesem Spiel und wollte das unbedingt auch spielen. Und habe meine Eltern drum angebettet und keine Ahnung was alles. Und habe auch hier Müll rausgebracht, etc. Und habe mein bestes Benehmen an den Tag gelegt. Und Und da sage noch jemand, Videospiele tragen nichts zur Erziehung von Kindern bei. ja, und ja, und dann war es halt auch so zum Geburtstag, ich habe vergessen, welcher das jetzt war. Es war zumindest zu der Zeit, wo gerade erst Burning Crusade rausgekommen war. Müssen wir mal nachgucken, in welchem Jahr das nochmal war. Und habe dann meinen ersten eigenen richtigen Gaming-PC bekommen und dann auch gleich dazu mit Internetanschluss und World of Warcraft halt. Und natürlich mit bestimmten Regeln, also zum Beispiel, wenn die Noten sich verschlechtern, darf ich nicht mehr spielen und immer nur so und so viele Stunden und keine Ahnung was alles. Aber dann war halt World of Warcraft und dann auch mit meinen Freunden damals aus der Klasse das gespielt und unendlich viele Stunden meiner Jugend darin verbracht, muss ich wirklich sagen. Und ja, World of Warcraft ist halt auch eines der Spiele, die mit auch am meisten Einfluss einfach, was MMORPGs angeht. Einfach hatten in all den Jahren. Und nicht umsonst, es ist ein Spiel, was halt 2004 war es, glaube ich, oder 2006? 2004, glaube ich, kam es erst raus, das Ja. Classic. 2004 kam Classic WoW raus und bis heute kommen immer wieder neue Add-ons und es hat immer noch mit einer der größten aktiven Communities weltweit, es ist immer noch mit das erfolgreichste MMORPG aller Ja, Zeiten. und vor allem auch langjährigsten, ne? Weil Ja. nicht zuletzt gab es ja zuletzt diese große Debatte, dass Blizzard Classic-Server, die von anderen gestellt wurden, haben Ja. abstellen lassen und sich dann mit diesen Leuten getroffen haben, um jetzt selber Classic-Server zur Verfügung zu stellen, Ja. weil halt ganz viele Fans von vor 14 Jahren Ja. das immer noch spielen und sagen, es ist aber viel zu leicht geworden, wir wollen das Ur-WoW wieder haben, Ja. weil es war am Anfang halt einfach ein Arschloch, das Spiel, Ja. gerade in den Raids. Und ja, das ist schon beeindruckend, wie World of Warcraft halt im Alleingang den MMO-Hype gestartet hat, mit seiner Konkurrenz den Boden Ja. aufgewischt hat und als einziges so richtig überlebt Überlebt, hatte. ja. Ich meine, klar, Old Republic und Final Fantasy funktionieren auch beide noch, Genau. aber auch da, Final Fantasy 14, das einzige, was geschafft hat, sich mit Abo-Modell zu halten, daneben. Ja. Alle anderen MMOs mussten mal sagen, okay, klappt nicht, Klappt nicht, wir ja. stinken gegen World of Siehe zum Warcraft Beispiel auch einfach Elder an. Scrolls Online. Das ist Ja. zwar auch aktiv, aber sie mussten halt von dem Abo-Modell weggehen, weil halt alle anderen weggegangen sind Ja. von ihnen. Und ja, und das schafft halt auch nur WoW. Und ja, so viele. Ich muss also tolle Erinnerungen, sage ich mal, also mit meinen Gilden damals, mit allen möglichen Leuten, mit denen man dann halt damals im Teamspeak rumgequatscht hat, auch welche Menschen man so einfach kennengelernt hat, deren auch Lebensgeschichten, sage ich mal, wenn sie halt mit einem einfach sich so unterhalten haben mal am Abend. War alles total toll. Es war ein tolles Community-Gefühl, es war ein tolles Zusammenhaltsgefühl irgendwie. Man versucht hier gerade gemeinsam irgendwie diesen Raid zu schaffen. Oder diese Quest zu erledigen oder einfach nur irgendwelchen Unsinn zu machen. Das alles war einfach toll. Es war halt WoW und die beste Zeit war halt damals, wo Wrath of the Lich King, das Addon rauskam. Da habe ich halt, da habe ich WoW gesuchtet eigentlich schon Ja. fast. Da habe ich sehr, sehr viel WoW gespielt und auch gegen Arthas habe ich auch gekämpft und habe den platt gemacht. Also im obersten, schwersten Raid damals war ich mit dabei. Und ja. Und erst danach denn. Mit Cataclysm? genau, Cataclysm war es ja denn, wo dann die Zeit aufgehört hat. Cataclysm habe ich noch gespielt, aber halt auch nicht mehr so mega aktiv. Und ja, wie ich schon mal gesagt habe, weil ich dann auf euch getroffen bin und auf einmal nicht mehr so viel Freizeit für Ah, Videospiele soziale hatte, Kontakte. sondern mich auch immer total viel um soziale Kontakte gekümmert hatte. Und ja, und dadurch war dann halt mit Cataclysm eigentlich auch vorbei. Und Ja. dann. Gut, ich muss zugeben, die Pandas haben mich auch einfach abgeschreckt. Ich weiß, die Pandaren, die gehören zur Geschichte von Warcraft dazu, aber trotzdem war Mists of Pandaria, das gilt ja bei allen, ist das schlechteste Addon, was sie je gemacht haben und das hat ja sehr, sehr viele abgeschreckt, also von WoW. Ich finde es, aber da finde ich so, also ich hatte nicht vor, das dann damit anzufangen. Aber es war so, ich weiß noch genau, wie wir diesen Ankündigungstrailer gesehen haben. Und ich so, oh, was soll denn das jetzt mit den ollen Pandas da? Ich so, Pandas! Bestes Add-on ever! Ja. Naja, gut, aber dann hat man ja auch mitbekommen, keinen richtigen Endgame-Content und keinen richtigen Oberbösewicht und Richtig. bla. Ja, bei mir, die Story mit World of Warcraft ist bei mir etwas kürzer.
Und ich glaube, dafür kann tatsächlich das Spiel an sich gar nicht so viel. Bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich in der Zeit, wo das dann ja so aktuell wurde, ich glaube, es war auch Burning Crusade, was ich dann gleich mit dazu hatte, da war es halt so, dass in meinem sozialen Umfeld kaum jemand Videospiele gespielt hat, Ach so. tatsächlich. So, und dadurch hatte ich einfach niemanden, mit dem ich das zusammenspielen konnte. Also schon gar nicht wollte jemand monatlich Geld ausgeben dafür. Dann habe ich mir das geholt und dachte, ach, wird bestimmt auch so gehen und ich finde bestimmt auch so Online-Leute. Habe gemerkt, die Community ist ein Arschloch. Größtenteils. Also ich wurde sehr oft einfach getötet. Okay. Gegen meinen Willen. Ach so. Ja. Ich dachte, du hast freiwillig gesagt, so, Ja. bring mal rum. Ich habe halt ein paar Mal mit Freunden zusammen gespielt, die sich dann auch geholt haben für eine kurze Zeit. Aber ja, irgendwie, weiß ich nicht, war es mir dann so im Alleingang meistens oder mit ein, zwei Leuten, war es mir doch einfach zu repetitiv. Und dann kam halt immer dieses Argument, das ist ja bis heute das World of Warcraft-Argument, ja, aber wenn du das Max-Level erstmal hast, Dann kommt's. dann kommt der richtige Content. Und ich saß da und hatte irgendwie nach, weiß ich nicht, 10 Stunden Level 20 erreicht oder so. Und dachte so, ja, ich will jetzt aber nicht noch 30 Stunden investieren, bevor das Spiel mal gut wird. So, und da mehr konnte man mir aber auch nicht sagen, außer es wird dann später gut. Ist lustig, weil bei mir war es gar nicht so. Ich fand allein das Questen, gut, man muss auch sagen, ich war damals halt auch längst noch nicht so erfahren, was auf Videospiele angeht und so weiter. Deswegen war dieses ganze Repetitive, wo ich jetzt heutzutage weiß, das ist repetitiv as fuck, Ja. was damals so war bei Burning Crusade. Aber damals fand ich das überhaupt nicht so schlimm. Weil das Ding war ja auch, was ja eigentlich fast alle gemacht haben. Du hast den Quest angenommen und hast nicht mal durchgelesen, was der erzählt hat. Ja. Ich habe mir sämtliche Geschichten von diesen Quests hab mir immer durchgelesen und habe versucht, da irgendwie die Story richtig Mann, mitzuverfolgen. Steven, komm jetzt. Ich gebe zu, ich habe Träume gespielt und dass dieser Spruch ist etwas Erinnerung an A Way Out werden wach. Steven, ich hab den Weg gefunden. Steven. Guck mal, er kann Hufeisen werfen. Ja, von daher, das ist mir auch im Nachhinein so klar geworden. Da kann vielleicht, hätte ich eine Gruppe gehabt gleich, mit der ich es gespielt hätte, wäre vielleicht mein Eindruck auch ganz anders gewesen. Aber mich hat halt dann damals, so gerade mit diesem, dass ich alleine klarkommen muss, hat mich halt damals Guild Wars sehr viel mehr reingezogen, weil es halt einfach in vielen Teilen auch alleine ging. Und ja, durch das System, was sie hatten, mit dem, dass man, wenn man eine Mission startet, man sich eben seine Gruppe sucht und dann rausgeht, dann sind da auch nur die und nicht noch andere Spieler, hat es für mich einfach viel besser funktioniert. Das war genau das Ding, warum ich habe Guild Wars auch damals gespielt, mal getestet und ich muss wirklich sagen, ich habe es nach kurzer Zeit wieder aufgehört. Weil es mir einfach zu langweilig war. Weil ich fand gerade dieses Ding, dass halt du theoretisch in der Spielewelt jederzeit auf irgendeinen Spieler treffen konntest und mit ihm quatschen konntest und sonst irgendwas, fand ich total geil. Ja. Und bei Guild Wars, ja, die drei. Ja, ich mochte das halt wirklich total. Also dieses, hier ist meine Gruppe, mit der ziehe ich jetzt los und mache diese Ja. Quest, die ja auch wirklich sehr viel Story-fokussierter waren. Ja. Und dieses ganze System mit den Lehrern und so. Ich erwähne es jetzt nur kurz, weil Guild Wars ist in meinen ehrbaren Erwähnungen. war auch auf Platz 10, bis mir irgendwas noch eingefallen ist. Ach ja, was ich vergessen hatte und dadurch ist es dann ganz knapp rausgerutscht. Ja. Sonst war es eigentlich auf Platz 10, aber darum soll es nicht gehen. World of Warcraft und ich erkenne aber den Einfluss, den dieses Spiel hatte und ja, dass es einfach wirklich sehr gut ist, erkenne ich auch neidlos an. Ja, und bald kommt ja das nächste Addon. Was war's? War of Azeroth, glaube ich, heißt, ne? Ja. Wo ja dann der Krieg zwischen Allianz und Horde erneut ausbricht. Genau, wobei ich heute schon ein bisschen schmunzeln muss, immer wenn ein neues Addon kommt und eigentlich die Reaktion ist, ja, hatten wir schon. Wird jetzt nur gerade nochmal neu aufgelegt. Wieso hatten wir schon? Also da. Das kann man jetzt so nicht Also gerade beim sagen. letzten musste ich halt wirklich, als der losging, Ja. lebt! Und die Burning Legion kommt nochmal! Ja. Ja. Naja. Ja. Sie machen sie haben es ein bisschen einfach gemacht, muss man wirklich sagen, weil sie ja bei den Addon davor, Iron Horde, haben sie Ja. eine Zeitreisegeschichte mit eingebaut und dadurch können sie halt alles noch so Ja. neu auf. Ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendwann Arthas Der Lich King lebt. wiederkommt. Es gibt ja einen aktuellen Lich King, aber es ist ja Ja, nicht Arthas. der originale Lich King lebt. Ja, genau. Egal, Battle of the Lich Kings. das wäre wieder zu viel, weil der Original war auch nicht Arthas Stimmt, lebt. ja, war gar nicht. Es muss Arthas Leben heißen. Der Arthas Leben. beliebteste Lich King Lebt. lebt. Das passt. Battle of the Lich Kings. Schön. So, den Titel haben wir schon mal, gern geschehen, Blizzard. Ja, schön. Battle of the Lich Kings. Ja, das ist bei mir auf jeden Fall Platz Nummer 7. Viele tolle Erinnerungen, viele hunderte Stunden investiert. Ach, schön war's. Ja.
Bei mir auf Platz 7 ist ein Spiel, aus dem dann später ein MMO entsprungen ist, nämlich Knights of the Old Republic. Was ja lustig ist, weil wie du es bei WoW nicht so viel sagen konntest, kann ich jetzt bei Knights of the Old Republic gar nicht so viel sagen, weil ich habe Knights of the Old Republic nie so richtig gespielt. Ja. Wobei das natürlich falsch ist, die Old Republic gab es in der Star Wars Lore natürlich schon vorher. Also genau genommen ist da kein MMO draus entsprungen, sondern das hier ist tatsächlich eines der BioWare-Rollenspiele aus deren Hochzeit, so ein bisschen. Also BioWare wirklich so Top-of-the-RPG-Game war. Ist ein Star-Wars-Spiel. Man wacht auf als, wie so oft, Mann oder Frau ohne Erinnerung. Ja. Denkt sich, was ist hier los? Cool. Es erfolgt ein Angriff auf die Station oder das Raumschiff, weiß gar nicht mehr, wo du da bist, und du musst erstmal weg. Du fließt dann und ja, gehst dann erstmal relativ lange so deinem Tagewerk nach, überlegst dir, was will ich sein in dieser Welt? Bin ich ein Schmuggler? Will ich ein Jedi werden? Bin ich ein Sprengstoffexperte und kann damit Atombomben entschärfen? Aber tatsächlich wollten nicht eigentlich alle nur Jedi sein? Nee, tatsächlich nicht. Oh. Und hat halt wirklich ein alles das, was BioWare früher so gut gemacht hat. Es hat ein unglaublich komplexes Dialogsystem mit diesen ganzen Klassikern, dass je nachdem, welche Skills du hast, damit unterschiedliche Antwortmöglichkeiten und Lösungsmöglichkeiten für die Sachen bekommst. Es hat unglaublich coole Charaktere, mit denen man zusammenarbeitet, unglaublich geile Quests. Also auch hier wieder diese Tugend, die ich sehr schätze, dass es nicht so ist, du gehst zu einem Typen, der sagt, ey, bring mir 10 Truthähne. Bei Star Wars vor allem. Ja. Hey, bring mir 10 Truthähne. Wo leben die? Auf der Erde. Das ist 300 Lichtjahre entfernt. Ja, los. So, sondern es ist wirklich so, auch hier Detektivquests mit drin waren. Oder eben auch einfach gesagt wurde, Typ steht vor der Tür, wo du durch musst, der sagt, ich lass dich hier nicht rein. Und dann musst du dir überlegen, was mache ich jetzt? Nein, meine Antwort wäre gewesen, ey, ich lass dich nicht rein. Laserschwert kriegst du tatsächlich relativ spät. Du musst es dir auch selber bauen, was ich sehr cool finde. Also musst selbst den Kyberkristall finden, kannst dir überlegen, welche Farbe soll mein Laserschwert dann haben und baust dir dann dieses Laserschwert halt zusammen. Natürlich rot. Ich bin ein Jedi. Hat halt das klassische Dunkel-Hell-Prinzip, auf welcher Seite der Macht du so stehst. Ich war natürlich auf der hellen Seite der Macht. Aha, natürlich, weil die dunkle Seite ist überhaupt nicht anziehend oder so. Nein. Nein, die ist ausziehend. Ach so. Es ist eins der Spiele, wo ich sage, das ist so ein Ding, das hat sich bei mir wirklich manifestiert, als das ist eins der besten, aber ich habe es ja nicht umsonst nochmal gekauft, weil ich es gerne nochmal spielen würde, weil ich habe halt auch doch trotzdem so viel vergessen. Einfach so. Ich habe so diesen ersten Planeten noch so lebhaft in Erinnerung und danach hört es auf bis zum Twist. Okay. Und der Twist ist aber, also ich würde behaupten, das ist, neben dem Bioshock-Twist, ist das der beste Twist der Videospielgeschichte. Boah. Also da saß man wirklich damals, Videospielgeschichte. Da saß man damals wirklich da und dachte, what the fuck? Krass! Und vor allem war es halt sehr lustig, weil irgendwo in dem Dreh ja auch die Prequels erschienen. Und alle sagten, Lucasfilms, guck, so geht eine Star Wars Geschichte übrigens, so funktioniert das. Sollten sie auch für die neuen Filme sich vielleicht nochmal angucken. Ja, das, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal, ich hätte nicht gedacht, dass ich den heutigen Star Wars Filmen und den Regisseuren mal die Prequels empfehlen müsste, damit sie gucken, wie zumindest halbwegs okay Filme. Ja, theoretisch, wenn man nur Jaja Binks rausnehmen würde, wären die Prequels eigentlich echt gut. Na, echt gut würde ich auch nicht sagen. Na gut. Okay, also, sie müssten Anakin nochmal umändern. Ja. Ja, aber wirklich ganz, ganz tolles Star Wars Spiel. Man kann sogar, glaube ich, fast sagen, das letzte richtig gute? Eigentlich schon. Weil, also das Einzige, was man noch bezeichnen könnte, aber es ist halt jetzt mehr Rollenspiel, sondern halt mehr Shooter, ist Battlefront. Ja. Was noch Star Wars gut war. Und damit meine ich die alten Battlefront-Spiele, nicht die neuen da. Ja. Die waren halt noch nicht gut, aber ansonsten ist an Star Wars, ich meine, The Force Unleashed, sagen auch viele. Ja, das aber noch gut ist. Es ist aber trotzdem von der Gesamtqualität her, ist, erreicht das dieses Level richtig, hier allein einfach das, nicht. Das Level nicht. Ja, und auch der zweite Teil hat das leider überhaupt nicht erreicht, weil das dann wirklich auch, es war dann sehr viel linearer, die Lösungswege waren sehr viel klarer aufgezeigt. Mhm. Weniger Optionen,
Es wurde, war auch wieder das Klassiker, glaube ich. Der erste kam von BioWare, der zweite von Obsidian. Obsidian hat ja oft den zweiten Teil von BioWare-Spiele gemacht. Neverwinter Nights zum Beispiel auch. Weißt du, bei Bioshock 2 auch? Bioshock ist doch kein... Ach, Quatsch. Entschuldigung. Gerade war das. Ja. Und hatte dann nicht zuletzt ja auch, meine ich, einen Gamebreaker drin. Kann man sagen, dass ich einfach so doof war damals. Aber dann, ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich nicht weiterkam und auch keinen anderen Planeten hatte, wo ich hin konnte. Wahrscheinlich war ich einfach zu doof. Aber da sieht man auch schon, ich hatte dann nicht die Lust, mich damit zu beschäftigen, wie ich das jetzt umgehe. Das war für mich dann so, ja, es ist halt vorbei. Okay. So. Aber immer noch der beste Übersetzungsfehler aller Zeiten, die Sitzakademie. Sie haben dann nämlich Sis in, einfach im Ladebildschirm, ja, was heißt das? Sitz bestimmt. Und dann bin ich in die Sitzakademie gekommen. Fand ich großartig. Warum nicht? Ich meine, wer will schon in einer Sith Academy sein, wenn er in einer Sitzakademie sein kann? Die Sith müssen bestimmt den ganzen Tag stehen. Ja. Also das war wirklich, das ist einer der größten Lacher der Videospielgeschichte. Vielleicht müssen auch sämtliche Jedis erstmal in die Sitzakademie rein, wenn sie später im Rat sein wollen. Das ist so ein extra, möglich, extra Kurs, weil der gesamte Jedi-Rat, der sitzt ja eigentlich immer nur in ihrem großen Kissensessel da irgendwie und bewegen sich ja sonst nie. Ergibt Sinn. Ja. Ja. Gut, gehen wir doch mal weiter. Ja, das ist Platz 7, ne? Jetzt kommt Platz 6. Das ist sehr lustig, wenn ich mir gerade mal deinen Platz 6 und 4 angucke und meinen Platz 6 und 4 angucke. Ja. Ist leicht dasselbe, beziehungsweise einmal getauscht. Bei mir ist nämlich auf Platz Nummer 6 Bloodborne. Ich wette, ihr habt schon euch lange Zeit gefragt, wann kommt denn das erste Souls-like-Spiel und so weiter. Nee, ich glaube, eher bei uns sind die überrascht, dass es jetzt schon kommt. Oder so, ja, wer weiß. bei mir ist Bloodborne Platz Nummer 6. Bloodborne ist ein grandioses Spiel. Es ist mit eines meiner Lieblings-Let's Plays, was wir gemacht haben. Jetzt unserer grandiosen 100. Folge. Es ist von der Story her ist es unglaublich verworren und aber sehr auch, dass man sehr viel selber reininterpretieren kann. Mit dem ganzen Blutfluch, mit der Traumwelt und was alles damit zu tun hat. Und ansonsten ist es natürlich ein unglaublich tolles Kampfsystem, das Souls-Kampfsystem mit dem Ausdauerbalken, mit dem richtigen Ausweichen und so weiter. Und das in Bloodborne halt nochmal alles richtig schnell mit den ganzen Sliden oder Gleiten, wie auch immer, wenn man halt ausweicht, statt eine Rolle richtig zu machen. Und kann halt extrem coole Kämpfe dabei entstehen, wie zum Beispiel auch gegen verschiedene Bosse, zum Beispiel gegen den Pater. Wo man halt die ganze, weil er halt auch ein Jäger ist, man ist selber ein Jäger, die ganze um ihn herum wuscht und jeder versucht den anderen zu treffen und nochmal mit der Pistole ihn zu kontern. Das war gleich das nächste, dass halt das Kontersystem sich verändert hat, statt dass man mit einem Schild versucht, irgendwie einen Schlag zu blocken, dadurch einen Konterangriff zu machen, hat man versucht, mit der Pistole halt den Gegner im richtigen Moment zu treffen und zu schädigen. Das und dann ist so halt viel eingängiger. Ja, und ihn dadurch halt zu stunnen und dann halt den entscheidenden kritischen Schlag zu machen. Dazu kam noch, dass das Regenerationssystem, dass wenn man gerade Schaden erlitten hat, man eine Sekunde sozusagen Zeit hat, den Gegner schnell selber Schaden zu machen, um das Leben, was man gerade verloren hat, gleich wieder zurückzubekommen. Ja. Also viele, viele coole Sachen, die halt nochmal einen kleinen Unterschied zum normalen Dark Souls-System gemacht haben. Und trotzdem halt war das Flair von Dark Souls immer vorhanden. Ja. Und das hat extrem gut funktioniert. Plus es war halt vom Setting her extrem cool. Es war alles mega düster, blutig. Die Kreaturen waren halt wirklich aus dem H.P. Lovecraft-Universum vom Feinsten genommen. Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, dieses Spiel. Die Bosse waren auch alle extrem cool gemacht. Jetzt abgesehen vielleicht von Chalice Dungeon, aber halt die Hauptbosse, sag ich mal, waren cool. Es gab die Challenge Dungeon, das heißt, man hat auch noch richtigen Endgame-Content gehabt, wenn man halt das Hauptspiel durch hatte, dass man noch da rumgrinden konnte, wenn man Lust hatte und dann halt dort die extra Spezialbosse machen konnte, um das halt wirklich zu 100% durchzubekommen. Man hatte die Trickwaffen, waren neu, die waren extrem cool gemacht, dass man halt wirklich mal eine Waffe mit unterschiedlichen Modi und je nachdem zum Beispiel hat man entweder einfach einen Degen, den man halt zu einer Peitsche ausfahren kann, eine Axt, die halt einmal eine Einhandachse ist, dann auch immer eine Zweihandachse, fast mit einer Hellebarde. Oder dann später halt auch hast du eine fette Kanone am Arm gehabt, also man hat auch verschiedene Pistolenmöglichkeiten gehabt. Das hat alles unglaublich viel Spaß gemacht und darum auf jeden Fall zu Recht in der Top Ten-Liste. Ja. Ja, ich muss sagen, wo du es gerade so sagtest, mir fiel wirklich auf. Also Bloodborne ist für mich von den ganzen Soulspawn-Spielen
Ist es wirklich das, was für mich in Sachen Bosse die wenigsten Aussetzer hat. Ja. So, also in den anderen Souls-Spielen ist doch immer mal der eine oder andere, so, da fällt mir hier eigentlich nur hier dieses komische vierbeinige Vieh an, dem du nur gegen die Beine hauen musst und dann klappt es zusammen. Ach, das Elektro, heißt. Elektro-Wolf, ja, genau. Da. So, ansonsten waren die wirklich alle cool. Es ist wirklich, das Design ist so unfassbar genial eklig. Ja. So, also denkst du, wo ich im regelmäßigen Abständen sind wir da durch und sind nur so, ja, was? Allein mit diesem komischen riesen Mutantenvieh, wo man auch da herumklettern muss und so weiter, um diese ganzen Priester erstmal umzuklatschen. Ja. Was einfach nur aus irgendwelchen Körperteilen und Gedärmen und einfach so zusammengeplatscht irgendwie war. Ja, und auch hier wieder unglaublich geniales Leveldesign. Also es ist wirklich, es gibt ja eine Stelle im Spiel, wo du wirklich stundenlang durch die Welt rennst und dann in ein Gebiet ganz am Anfang wieder zurückkommst und wirklich denkst, da fuck. Und dann gehst du so im Kopf so durch und denkst, ja, das ergibt alles total Sinn. Ja. So, ich habe damals gesagt, es ist das beste Level-Design in Videospielen. Jetzt, wo ich Dark Souls teilweise nochmal gesehen habe, dachte ich, und gerade bei Dark Souls, Dark Souls ist da schon noch überlegen, das Ur-Dark Souls. Aber unglaublich cooles Level-Design. Es blutet Stil. So, also gerade... Also das, wörtlich. Ja, das ist so, dadurch, dass sich hier die Rüstung auch gar nicht so viel unterscheiden voneinander, sondern nur so in den Werten minimal schwanken, ist das noch mehr Fashion Souls denn je. Oh ja. Das ist für mich einfach nur, oh, das sieht einfach awesome aus, das nehme ich jetzt. Hat unglaublich viele coole Questketten auch wieder mit den NPCs, teilweise übelst gemein. Ja. So. Also gerade so, dass du bei einem Charakter raushören musst, dass der lügt. Und ihm immer das Gegenteil sagen von dem, was du eigentlich erreichen möchtest. Oder so ein Charakter, dem du halt hilfst. Und dann fangen halt an, Leute zu sterben bei dir. Und du denkst, Moment mal, wo habe ich den nochmal getroffen? Ach ja, er hat Menschen gegessen. Vielleicht hätte ich ihn nicht retten sollen. Ja. Den hau ich jetzt platt. Und dann wird er einfach zu einem der stärksten Gegner im Spiel. Und dieser Schock, den wir damals hatten, als wir den Typen angegriffen haben. Ja, aus Executioner Graumen wurde Angsthase Graumen. Wenn du sagst, Kirche die ganze Zeit zu fahren. Geh weg. Ich find's cool, dass das Spiel, glaube ich, ja nur 9 Bosse oder so in der Hauptstory hat, theoretisch, und der Rest ist komplett optional. Ja. Hat eben auch wieder diese coolen Momente, was du erstmal rausfinden musst, dass halt nachdem ein bestimmter Punkt im Spiel war, du dich von einem gewissen Gegner umhauen lassen musst, damit der dich dann in ein optionales Gebiet wiederum transportiert. Ich bin 2 Bosse gerade bei Bloodborne, die nicht so ganz gut waren. Die Hexen noch. Ja, stimmt, ja. Die Witch of Hemwick oder so. Genau. Ja, und ist einfach so vom reinen Spielgefühl ist es wirklich von den Souls-Spielen wirklich mein Liebstes. Weil so dieses zur Seite Straven und dann so mit den Trinkwaffen. Also alleine, ich habe ja dann nochmal ein Geschicklichkeitsbild gemacht und mit Blades of Mercy, das ist wirklich so geil, dass es so ein Einhandschwert ist und wenn du sie halt dann die Trinkwaffe aktivierst, nimmt er halt einfach 2, dann sind es so 2 Messer. Mit der unglaublich coolen Fähigkeit, dass wenn du draufhaust, es immer schneller wird mit jedem Schlag, den du machst. Und was stehst du nur noch da, es blutet und du siehst einfach nur noch eine Blutfontäne vor dir. Ja. Bis dir die Blutfontäne aufs Maul haut. So, aber So, was ist für mich halt was ich schade fand, war, dass es wirklich so 1-2 Werte hat, die einfach egal waren. Ja. So hier Blutfärbung, oder wie es hieß. Und Arcane ist halt wirklich einfach egal. Also ich kenne niemanden, der darauf gespielt hätte. Ja, weil es so wenig ist. Eine verstärkt halt Elementarwaffen, von denen es, glaube ich, 3 gibt. Ja. Und das andere verstärkt halt die Schusswaffen, mit denen halt auch niemand aktiv Schaden machen möchte. Das war halt so ein bisschen schade, dass es halt wirklich vom Rollenspiel her reduzierter war als die anderen Souls-Titel. Aber nichtsdestotrotz hatten wir da unfassbar viel Spaß mit. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein Spiel, womit wir auch unfassbar viel Spaß haben, hatten, wieder haben werden, ist The Witcher 3 The Wild Hunt. Genau. Bei mir auf Platz 6, bei dir auf Platz 4, hast du jetzt ja schon gesagt. Und wie gesagt, also es ist schon lustig, dass wir es halt so einmal komplett vertauscht haben. Ja, und wir sind halt noch nicht durch, aber trotzdem halt irgendwie schon 60 Stunden oder so im Spiel. Ja. Und das ist halt einfach, muss man sagen, es war halt in den letzten Jahren wirklich so das Magnum Opus, das der was rausgekommen ist. Das geht los mit der unglaublich coolen Story, die jetzt so von dem, was passiert her, eigentlich bisher gar nicht so großartig ist, aber einfach von diesen coolen Charakteren getragen wird, die einen alle interessieren. Ja. Also wirklich von Geralt über Yennefer, über Triss, über Ciri und den ganzen coolen Nebencharakteren wie dem Roten Baron und so.
wirklich unglaublich gut geschrieben. Was wir ja beide mögen, seltenst schwarz-weiß, sondern auch so bei so Arschgeigen wie dem Roten Baron, ja. Sondern halt am dem blutigen Baron, nicht dem Roten Baron. Stimmt. Den blutigen Baron, der Rote Baron war was anderes. Weltkrieg und so. Ich denke, Gerald ist irgendwie so. Was ist das für eine Höllenmaschine? Stell dir vor, es wäre doch dieser dicke, blutige Baron, der da drin ist. Mit seiner Suffnase. Ein neuartiger Drache. Am besten, ich töte keine Drachen. Scheiße. Kannst du reden? Okay. Ja, also, dass man wirklich selbst bei denen am Ende noch versteht, was deren Motivation war, zu tun, was sie tun. Und sogar sie es da schaffen, denen dann auch noch menschliche Momente und sowas wie Reue und so zu verpassen. Unglaublich coole Momente in diesen Quests. Ja. Auch einfach. Krasse Entscheidungen, die man auch immer wieder treffen muss. Und selbst bei Nebenquests, was man halt alles so erlebt an tollen Momenten auch. Also eine der tollsten Quests fand ich ja zum Beispiel die, wo man auf diese ganzen Wesen getroffen ist, die ja versucht haben, mit einem Steinschlag irgendwie jemanden platt zu machen, wo sie noch in ihren Geheimversteck angezeigt haben, der Plan war, und dann halt so Kindermalzeichen irgendwie an der Wand waren. Irgendwie Felsen runterrollen, Händler zerquetschen, Leiche sammeln, Geld kassieren. Ja. Und dann alles so kinderzeichnungsmäßig gemacht. Und wo sie dann halt diese Wesen zusammengeschlossen hatten, um halt irgendeine Überlebenschance zu haben in dieser Welt. Und also Witcher hat auch ein tolles auch ein Loot-System, was eigentlich spaßig ist. Dann halt diese ganzen Möglichkeiten, dass jemand seine gesamte Ausrüstung craften kann, macht auch Spaß. Kräuter sammeln und Alchemie ohne Ende, wo man immer wieder stärker wird, indem man halt seine Tränke verbessert, indem man halt die richtigen Zutaten findet. Du freust dich so sehr über ein neues Rezept in diesem Spiel. Ja. So, also alleine, als wir dann hier den Absud von Rafat dem Weißen bekommen haben, der dich halt instant voll heilt. So, als wir dann dieses Rezept, also so, das war der Trank! Schnell gucken, was wir brauchen. Und dann haben wir erstmal die Sachen zusammengesammelt, die wir brauchen, um das zu machen. Das Kampfsystem macht Spaß. Also es ist wirklich so, es ermüdet mit der Zeit schon so ein bisschen, aber es macht halt trotzdem durchweg Laune und hat eine unfassbar tolle Spielewelt einfach so. Ja, auch da fand ich immer dann mal, ja, die Welt ist viel zu gleichförmig, wo ich so denke, ja, es spielt nun mal in den nordischen Landen. Ja. Was sollen sie machen? Wie sollen sie denn da jetzt eine Wüste reinprogrammieren? Aber allein Novigrad, die Hauptstadt, ist halt so unfassbar gut designt, wie du da halt langreitest und dann kommen erstmal die Felder und dann kommen die Manufakturen und du siehst die Leute beim Kleiderfärben und es ist wirklich alles da und dann leben in dieser Stadt halt irgendwie über 1000 NPCs, die alle ihren Tagesablauf haben. Ja. Es gibt ein schiefes Haus, weil es einfach nicht richtig gebaut wurde. Es hat halt so viel Charakter, alles. Und ja, man muss ja wie sagen, bei den ganzen Nebenquests und so, auch da muss man sagen, spielerisch ist das immer ziemlich gleich. In der Regel ist es, mach die Hexersicht an, folge einer Spur, hau irgendwas oder rede mit irgendwas und Ende. Und aber dadurch, dass das alles so gut geschrieben ist und sie so viele clevere Ideen haben, eingebaut haben, ist es halt nie langweilig. So, weil du halt immer interessiert daran bist, was das Schicksal dieser Leute ist und was da jetzt wieder bei rauskommt. Ja. Und wie die dann teilweise auch miteinander verkettet sind. Ich meine, es gibt eine Quest, zur Entscheidung nur mal. Auch hier ist es so, klar, es gibt halt drei Enden, auf die sich, glaube ich, alle Entscheidungen grob auswirken, weil es gibt dann in den Enden noch Nuancen. Mhm. Bitte nicht spoilern. Wir sind noch nicht am Ende. Das weiß ich nur. Und dann ist es aber auch zum Beispiel so, es gibt eine Quest, da entscheidest du dich halt einem Wesen zu helfen oder es zu töten. Und je nachdem, was du entscheidest, werden halt entweder ein paar unschuldige Kinder verschleppt oder das Wesen löscht aus Wut einfach das gesamte Nachbardorf aus. Ja. Und das weißt du vorher nicht. Nee. So, du triffst aus deinem Herzen heraus die Entscheidung, was mache ich jetzt? Glaube ich diesem Viech oder nicht? Und es geht immer bittersüß aus. Du hast immer jemanden gerettet und immer jemanden verloren. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist halt so, dann kommst du halt in dieses Dorf und es ist halt einfach tot, weil dieses Wesen da rumgewütet hat. Ja. Und so ist es halt mit allem. Du spürst überall in der Welt, wo du dann an die Orte nochmal hinkommst, so diese kleinen Auswirkungen deiner Entscheidungen. Genau. Ja, und das Einzige, was mir so einfällt bei Witcher 3, was zu bemängeln ist so ein bisschen, ist halt, wie gesagt, dass das Gameplay sich ab und zu ein bisschen wiederholt mit diesen Quests, das ist ja eigentlich immer gleich aufgebaut.
dass es von Schwierigkeitsgrad her doch sehr leicht ist, wenn man halt erstmal trainiert hat. Und das ist halt vom ich sag vom Balancing her ist halt nicht so mega gut durchdacht wurde irgendwie. Dritte Sache hatte ich noch irgendwie. Achso, und dass zumindest ein paar der Fragezeichen, die man in der Welt so findet, zum Beispiel auf jeden Fall in unser Inselgebiet. Skellige. Dass es da halt ein bisschen übertrieben ist, wie viele Schmugglerverstecke und man alles findet. Und du findest in jedem Ort findest du nur Schrott. Und das ist halt so ein bisschen, wo du denkst, so, ja, schön gemeint, aber was soll das? Ja. So, also findest du keine interessanten Orte so richtig, sondern findest du einfach nur irgendwie Kram. Ja. Obwohl es auch sehr schöne Easter Eggs gibt es auch in Witcher 3. Ja. Zum Beispiel Game of Thrones Easter Egg haben wir schon gefunden. Und Ritter der Kokosnuss. Der Kokosnuss war zum Beispiel dabei. Also auf Obelix wurde schon eine Anspielung gemacht. Genau, auch. So, also das ist wirklich unglaublich gut. Und das Spiel hat halt auch wirklich, denkt man gar nicht, in so einer wirklich ernsten Welt mit ernsten Charakteren und ernster Geschichte, halt auch wirklich so gut pointierten Humor. Ja. Ich verrate nicht zu viel, aber alleine was passiert, wenn man sich mit Triss und Yennefer gleichzeitig einlässt, ist großartig. Ja. Und einer unserer Lieblinge ist natürlich Bote. Ja. Der Troll mit dem Boten, der war herrlich. Ja, also es ist wirklich so unglaublich viele Momente. Hier, der Ritter, der für die Prinzessin der Blaubeere oder so kämpft. Ja, ja. So, der dich halt da raus war, so, ey, ich muss ihr beweisen, dass ich krass bin, deswegen hau ich jetzt im Hexenhaus mal. Bist du sicher? Ja! Ja, okay, dann haut man mal aufs Maul, trifft ihn später nochmal und irgendwann kommt dann halt bewaffnet mit mehreren Kumpels und sagt, so, jetzt aber wirklich, und man sagt halt, ey, wenn du dich jetzt mit mir anlegst, nochmal verschone ich dich nicht. Ja. So, und dann, aber es ist alleine, wie du halt auf den triffst, der jedes Mal was Neues versucht, um dich zu besiegen. Und Geralt wirklich nur so. Ja, Geralt ist auch so wunderbar sarkastisch einfach die ganze Zeit. Ja. Und halt wirklich zwei unserer Lieblinge. Einmal der Typ, der sich als Händler ausgibt und eigentlich gar keiner ist und Medizin für seine Untergrundorganisation zusammensammelt. Ja, genau. Der wirklich so, ja, Herr Hexer, dort! Ein Monster! Und dann irgendwie so, ja, meine Sinne sind irgendwie 20-fach geschärft zum normalen Menschen. Ich höre, dass dein Herz schneller schlägt, du lügst. Ja. So. Und den halt einfach dann umklatscht mit so einem Knüppel. Das war sehr lustig. Und halt die Quest, wo ein gefräßiger Teufel sich als Gottheit aufspielt und dem Dorf sagt, ich bringe Tod und Leid über euch, wenn ihr nicht den Göttern opfert und sich dann in so einer Höhle versteckt und sich einfach immer mit Essen vollwerfen lässt und du dann aufklärst, dass das überhaupt kein Gott ist, sondern halt einfach so ein gefräßiger Dämon. Ja, und zwar noch niemand wirklich stark, also der ist einfach so ein gemeiner, frecher Typ irgendwie. Und ja, also da gibt es sehr, sehr viele schöne Momente, viele Erinnerungen, tolle Quests. Ja. Ja, und darum zu Recht auch in der Top-10-Liste, wie bei fast jedem. Ja. So würde ich sagen. So, dann wird es bei mir jetzt die nächsten Plätze sehr schnell gehen, weil bei mir ist auf Platz 5 Skyrim, was ich auch schon erzählt hatte. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Skyrim noch über Bloodborne gestellt, eigentlich nur, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mit Skyrim halt noch durch die Story, die halt einfach zu verstehen war. Ich habe das Gefühl, ich habe bei Skyrim das rundeste Paket von allen irgendwie. Bei Bloodborne war jetzt die Story dann wieder zu konfus schon wieder. Auch wenn das Kampfsystem tausendmal besser war und mir die Welt mega gefällt und ich überlege, die Plätze vielleicht zu tauschen, aber ich bin jetzt dabei, Skyrim war einfach ein tolles Gesamtpaket, deswegen habe ich es auf Platz 5 gewählt einfach. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir meinen Platz 5 noch und dann machen wir die Top 4 noch im nächsten Teil oder sollen wir ab jetzt hier den Schnitt machen? Weil wir sind jetzt, glaube ich, schon wieder bei viel. Anderthalb Stunden. Eigentlich können wir auch sagen, hier machen wir den Schnitt, oder? Na gut, jetzt habe ich ja schon Platz 5 versagt. Ja, macht ja nichts. War ja aber eine Wiederholung. Und Platz 4 wissen sie ja auch schon alles. Naja, deswegen wäre der Schnitt ja hier sinnvoller. Na gut, okay. Damit wir nicht wieder eineinhalb Stunden Part haben und eineinhalb Stunden Part. Na gut, okay. Also so kurz wird es nicht, keine Angst, weil da sind noch Spiele, über die wir genug uns freuen werden. Ja. Ja, dann waren das die Plätze 10 bis 6 quasi und schon deine 5 angeteasert und auch schon besprochen. wir bedanken uns fürs Zuhören und sehen uns dann nächste Woche mit unseren Plätzen 5 bis 1. Genau, dann bis zum nächsten Mal, euer Soraben und euer Gauton. Ciao.